Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Tagesenergie 109. Es ist der 25. Oktober. Bei mir ist Alexander Wagand. Zu Anfang ein paar Sachen. Einmal möchte ich von hier aus Michael Vogt gute Besserung wünschen. Er hatte einen Schlaganfall. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, und ist aber auf gutem Wege. Er hat auch ein Video gemacht, wo man sieht, dass er wohlauf ist, und von dieser Stelle also auch die besten Genesungswünsche. Dem möchte ich mich ausdrücklich anschließen. Ja. Und ja, Michael, alles Gute. Und dass du weiterhin da auf diesem Genesungsweg, der ja ein erstaunlicher zu sein scheint, bleiben kannst. Und manchmal sind ja solche Ereignisse ein nicht nur ein Weckruf, wie man das häufig versteht, sondern auch ein Hinweis, der dann erstmal mit großem zeitlichen Verzögerung verstanden wird. Und ja, so könnte man das sehen, genau. Kann man immer auch aus verschiedenen Perspektiven beobachten. Ich bin auch gespannt, wie er sich danach zeigt, wie es weitergeht. Und er wirkte auf dem Video auch schon ein bisschen anders als vorher, so als wäre er auch dadurch nochmal gewachsen in irgendeiner Weise. Aber wie gesagt, wie sich das zeigt, werden wir dann langfristig sehen. Auf jeden Fall hier die besten Wünsche. Dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich hier auf Spenden angewiesen sind. Wir machen die Videos auf BewusstTV, auf eigene Server, nicht auf YouTube. Ich habe jetzt gerade mein erstes YouTube-Video gehabt, wo eine Meldung kam, das wird jetzt in Deutschland gesperrt, kam eine Nachricht von YouTube. Auf Facebook auch, das ist eine Sendung von uns, die dann als Spam markiert wurde. Wir werden wahrscheinlich auch darüber reden, dass im Moment wirklich diese Zensurmaßnahmen massiv betrieben werden, und es gibt schon einige Kanäle, die bei YouTube einfach verschwinden. Wir machen das mit BewusstTV eben so, dass wir unabhängig von YouTube sind. Das ist ein sehr großer Aufwand, servertechnisch, und sehr teuer, und wir bieten das alles kostenlos an und bitten deswegen auch darum, daran zu denken, dass das finanziell unterstützt wird. So, ja, und vielen Dank auch für die Spender, die bisher gespendet haben und regelmäßig spenden. Das macht es möglich, das hier aufrechtzuerhalten. Aber wir machen es mit den Mitteln, die wir haben, und wenn es weniger ist, dann machen wir trotzdem weiter. So, Alexander, wir fangen immer mit den Energien an, und du weißt, dass ich immer erstmal übers Wetter rede. Das klingt profan, aber wir haben auch eben schon drüber gesprochen, dass es wirklich inzwischen in Norddeutschland auf dem Zeiger geht, wie wenig Sonne wir hatten. Wir hatten, glaube ich, in den letzten 10 Tagen habe ich die Sonne kaum gesehen. Heute kam sie mal ganz kurz durch die Wolken. Der ganze Sommer, wir haben schon öfter drüber gesprochen, eben wirklich auch nicht nur ein schlechter Sommer, sondern man merkt wirklich, das ist etwas, das haben wir, hast du so auch noch nicht erlebt. Also ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Es gibt Leute, die sagen, es gab immer mal schlechte Sommer, aber so. Da merkt man richtig auch, wie die Energie im Keller ist, und man sich wirklich bewusst machen muss, dass man quasi die Energie auch immer wieder versucht anzuheben. Das ist nicht so leicht, als wenn die Sonne scheint. Das fühlt sich für mich so an. Mhm. Das ist aber natürlich jetzt nur ein Teil der Energie, aber es trägt eben meines Erachtens doch im Moment sehr dazu bei. Natürlich, ich meine, wir stehen sehr in Resonanz mit dem Wetter, und mir ist das auch sehr aufgefallen in diesem Jahr. Wir hatten wirklich so gut wie keine Gelegenheit, ein bisschen auf der Terrasse zu sitzen oder vielleicht sogar in der Badehose herumzulaufen. Undenkbar, es war wirklich kalt den ganzen Sommer über. Ja. Und es gab wenige trockene Tage auch nur. Wir haben fast, man könnte sagen, Dauerregen seit Anfang des Jahres. Denn auch der Dezember war ein ganz fürchterlich verregneter Monat. Und von daher ist das etwas, was, wie du sagst, einem auf den Zeiger geht. Denn wir sehnen uns natürlich auch nach der Sonne. Man kann es ein klein bisschen ausgleichen für alle, die hier im Norddeutschland leben, durch Räucher mit Rosmarin. Rosmarin hat viele sonnige Aspekte, könnte man sagen, im Gepäck. Und das ist auch gleichzeitig mit einer Warnung verbunden. Wenn du sehr nervös bist und ein bisschen gereizt, dann könnte Rosmarin zu viel sein an diesen Reizungen, weil das eben eine sehr aktive Energie ist, die da mitkommt. Aber das ist mir eben spontan eingefallen, als du so davon sprachst. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen über so eine Phase hinweg. Es gibt ja auch Leute, die die Sonne nicht abkönnen und die sagen, ach, mir geht das gut damit. Ne? Ja. Also die Menschen sind halt unterschiedlich, und die Energien wirken nicht bei jedem gleich. Wobei, mein lieber Joe, ich würde da gerne direkt einhaken, ja. Denn ich habe gerade letztens von einer Nachbarin gehört, die dann eben auch sagte, naja,
besser als zu heiß. Und das ist natürlich auch nicht die Wahl, ja, die wir haben, sondern es gibt vieles, was dazwischen liegt. Und wir haben wirklich einen sehr merkwürdigen, man kann schon sagen, auffällig nassen Sommer gehabt. Und das hat sich jetzt auch im Herbst so weiterentwickelt. Und das passt natürlich auch dazu, dass wir sowieso im Moment eine große Veränderung im Klima erkennen. Beispielsweise eben auch Schnee in Griechenland oder Italien, das hat es in diesem Jahr auch schon gegeben, oder andererseits diese Wirbelstürme. Ja. Das heißt also, hier ist einfach viel in Bewegung und jetzt kann man darüber nachdenken, ist das künstlicher Natur oder ist das möglicherweise tatsächlich eine Veränderung? Hierzu gibt es Antworten, die mehr als andere überzeugen und Antworten, die man gleich ins Reich der Fantasie hineinbringen kann, insbesondere wenn man uns immer wieder davon erzählt, das seien Vorboten der Klimaerwärmung. Ja. Das fand ich so absurd. Das passt auch überhaupt nicht zusammen. Ja, genau. Wir müssen einfach unseren Gefühlen trauen. Und tatsächlich ist diese Wetterwaffe durchaus ein Thema. Und das kann natürlich auch eine Waffe sein, die auf die Psyche angewandt wird. Wer weiß, wir können das nicht ausschließen. Ich kann nur sagen, die Energien ansonsten um uns herum, das ist ja der zweite Teil der Frage, die haben es auch in sich. Wir haben viel Bewegung und auch durchaus anstrengende, sehr herausfordernde Impulse. Ja, das ist spürbar. Ich würde es aber auch durchaus positiv sehen, nämlich dass wir haben eine Veränderung, die jeder merkt. Zwar die meisten spüren es eben nicht positiv, aber man könnte ja auch sagen, diese Veränderung geht ja vielleicht in eine Richtung, die wir noch gar nicht kennen. Deswegen fühlen wir uns vielleicht da unbehaglich mit oder unruhig und wissen eben nicht, was bedeutet das. Aber eine Veränderung kann ja durchaus auch bedeuten, dass eben ganz vieles, was wir über lange Jahrzehnte oder Jahrhunderte nicht angeguckt haben oder wo wir gesagt haben, naja, das wird schon nicht so schlimm sein, einfach zugelassen haben und wir deswegen jetzt diesen Zustand haben und wir aber eine Zeitqualität haben, wo eine neue Energien kommen auf die Erde, auf die Menschheit, wie auch immer. Und dadurch wir sehr gebeutelt sind und sich alles umstellt, vielleicht auch der Körper umstellt, die Psyche umstellt. Und wenn wir damit hadern und uns Sorgen machen, es wäre für mich der andere Hinweis zu gucken, vielleicht ist es ja eben durchaus etwas, was uns allen gut tut, aber wir sind eben in diesem Prozess, wo es sich eben herausfordernd anfühlt und wir könnten es aber einfach auch annehmen als etwas, was die alten Dinge nach oben bringt, die jetzt angeguckt werden müssen und das müssen sie. Wir werden auch in den Meldungen ja auch sehen, das ist ja nicht, dass wir zeigen wollen, wie schlecht alles ist, sondern dass wir zeigen, diese Dinge kommen jetzt ans Licht. Sie waren eigentlich schon, das meiste von dem ist nicht neu, aber es drängt jetzt an die Öffentlichkeit, es wird bewusst, dadurch denken wir, es wird alles immer schlimmer, aber eigentlich kommt es ins Licht und kann dadurch sich ja auch verändern, muss sich verändern. Mhm. Apokalypse. Das ist so ein Begriff, der den meisten Menschen einen riesen, riesen Schreck einjagt. Und Apokalypse heißt in der Übersetzung Aufdeckung. Und naja, das ist auch das, was jetzt geschieht. Es wird mehr aufgedeckt. Und jeder Mensch hat Dinge, die er nicht aufgedeckt haben will. Und auch diese Themen in uns kommen in Resonanz zum Teil. Das sind dann unter Umständen wirklich ganz alte Traumata, von denen wir nicht einmal wirklich wissen, was da in uns traumatisch versteckt ist. Ja. Und genauso kommen in der Außenwelt, in der Öffentlichkeit, eben auch Themen ans Licht, die den Einzelnen, der damit verbunden ist, teilweise sehr erschrecken. Aber hier gibt es keinen Weg zurück. Und mein Bild hierfür ist, dass wir uns eben in einem anderen Frequenzbereich immer mehr auch bewegen, der uns zum Teil auch dann auf dem Weg in diese andere Frequenz hinein konfrontiert mit den Dingen, die dann noch einmal aufglühen und noch mal in Resonanz kommen, beim Vorbeigehen sozusagen. Sie passen nicht mehr in die neue Frequenz, deswegen müssen sie quasi jetzt noch mal auftauchen und quasi sich ändern. Und wenn wir uns dagegen sperren... Sie müssen sich nicht mal ändern, sie müssen einfach nur durchschaut werden, losgelassen werden, auch im einzelnen Fall. Und ich würde gerne dazu einen Hinweis geben, der vielleicht wertvoll ist, wenn der Einzelne sich darin auch erkennen kann. Und zwar ist es doch so,
wenn wir bestimmte Themen loslassen wollen, dann sind es häufig Themen, die wir gerade nicht loslassen, sondern es sind Themen, in die wir sehr viel Energie wieder hineinfließen lassen. Spätestens dann, wenn ein Impuls auftaucht, der uns damit konfrontiert. Also das Kind schlägt wieder die Tür zu und die Mutter explodiert wieder vor Wut, obwohl diese Dinge eigentlich ihr bewusst sind, dass das nichts hilft und dass diese Wut, die dann so automatisiert von ihr Besitz ergreift, irgendwie wie von selbst abzulaufen scheint. Aber das zu ändern, das ist schwierig. Und wenn ich anfange, die Dinge sehr stark zu beachten und zu beobachten, dann kann es auch sein, dass ich dadurch sogar noch mehr Energie hineinbringe. Und mein Tipp ist einfach, dass wir uns ein wenig in die Position des Zeugen zurückziehen. Mhm. Also auch nicht so sehr des Beobachters. Der Beobachter, der steht irgendwo und guckt sich etwas an. Er observiert vielleicht ein Haus und er steht deswegen da. Mhm. Der Zeuge, der ist einfach dort und sieht etwas. Aber es geht ihm vielleicht gar nichts an, er ist nicht involviert. Der Beobachter, der fängt auch an zu bewerten, der sagt, ah, jetzt sehe ich da, das ist ja doch wieder der und der im Haus oder was auch immer, es hat eine Bedeutung. Der Zeuge steht aber da und dann fährt ein rotes Auto vorbei. Und wenn es dann zu einer Befragung kommt, dann kann er das vielleicht wieder zurückerzählen, aber es hat für ihn keine Bedeutung, die ihn emotional berührt. Und das wäre eine schöne Haltung. Denn in dem Moment, wo besagtes rote Auto vorbeifährt und das in dir ein Gefühl auslöst, weil eine Freundin das rote Auto hatte und damit wieder Spannungen auf einmal in deinem Kopf auftauchen, dann verlierst du diese Position des Zeugen und sitzt auf einmal im besagten Auto und dann kannst du das nicht loswerden, weil das immer wieder geschieht. Also mein Hinweis ist, zum Zeugen werden dieser Abläufe und sie dann in sich selbst entdecken, beobachten, wahrnehmen und dann feststellen, dass wieder andere Zustände kommen. Und im Moment haben wir einen so schnellen Wechsel, weil diese Veränderungen so stark sind, auch weil die Frequenzen, in denen wir uns bewegen, sich zu verschieben beginnen. Du hast das Beispiel genannt, was weiß ich, die Tochter knallt die Tür zu und die Mutter schreit dann auch oder ist wütend. Es ist dann sinnvoll zu gucken, das hat ja eine Ursache. Das ist ja nicht einfach, dass man wütend ist, einfach weil man wütend ist, sondern es hat ja kommt von irgendwo her. Aber man hat es dann, wenn man es nicht betrachtet, irgendwo sagt man, naja, dann ist man einfach wütend. Aber wenn man gucken würde, wieso knallt die Tochter jetzt die Tür zu und so, das kommt ja irgendwo her und vielleicht ist es sinnvoll, dann mal ruhig zu werden und sagen, okay, lass uns mal hingucken, warum hast du jetzt die Tür geknallt und so weiter. Oder würdest du sagen, der Zeuge geht gar nicht dahin, dass er versucht jetzt die Ursache zu suchen, oder er beobachtet das, aber wenn er eben das Gesamte sieht, dann sieht er eben auch, dass die Tochter die Tür zugeknallt hat, weil, also es hat eine Vorgeschichte und wir haben ganz vieles in unserem Leben nicht mehr die Ursache betrachtet, weil, und es ist ein Automatismus, dass wir sagen, der Partner ist sowieso doof und der ärgert mich immer und man gar nicht reflektiert, dass das irgendwie entstanden ist, dass man sich mal geliebt hat und dass irgendwas passiert ist auf in dem Weg, wo man sich auseinandergelebt hat. Und dass man als Zeuge dann das Gesamte sieht und sagt, Mensch, ursprünglich haben wir uns mal besser verstanden, was ist da passiert. Würdest du sagen, diese Ursachen noch mal aufdröseln oder als Zeuge das einfach beobachten und sagen, das ist jetzt so? Das, was du gesagt hast, war für mich sehr interessant, denn ich habe am Anfang die Frage ganz anders verstanden, als sie sich dann entwickelt hat, als du von der Ursache sprachst. Mhm. Als du am Anfang davon sprachst, wollte ich darauf hinweisen, dass es keine Ursache gibt, sondern immer eine ganz lange Reihe an Ursachen, die aneinander hängen, bis in die Unendlichkeit hinein. Das meinte ich. Und das ist das, was natürlich eben auch die finale Ursache zu finden unmöglich macht. Ja. Aber ich habe vor allen Dingen es anders verstanden, nämlich dahingehend, dass die Mutter in sich selber vielleicht diese Ursache für ihren Zorn erkennen mag. Dabei spielt das Türknallen der Tochter, auf was das zurückgeht, letztendlich für mich gar keine große Rolle. Und so sehe ich das hier auch. Also das, was um uns herum geschieht, geschieht aus unendlich vielen einzelnen Entwicklungen heraus, die alle ursächlich betrachtet werden können. Das tun ja auch viele. Die sagen, ja, damals das und das ist passiert. Weimarer Republik zum Beispiel, da passiert es. Dadurch ist das entstanden. Naja, die Vorgeschichte, die ist viel, viel älter. Und die Vorgeschichte davor ist viel älter und die davor ist noch älter. Und wenn wir die Dinge einfach dann wahrnehmen in einer Form, in der wir sagen, das, was jetzt ist, ist jetzt. Ja. Und ich selber gerate mit diesem
was ist, was ich in dieser Welt mir zu zeigen scheint, das ist eine Illusion, aber es kommt mit mir in eine Resonanz. Und das zu beobachten als Zeuge, das wäre meine Empfehlung, denn dann lässt du alles zu, ohne dass du in Konflikt gerätst. Ansonsten kommen wir sehr schnell in die Bewertung und sagen, oh, das passt mir jetzt nicht, das geht meinen Zielen zuwider. Oder du sagst möglicherweise, das finde ich aus irgendeinem Grund jetzt bekämpfenswert und gehst in bestimmte Oppositionen hinein, obwohl diese Dinge einfach nur angeschaut werden wollen. Das steht, jetzt muss ich noch sagen, das steht nicht im Widerspruch dazu, dass wir natürlich Position einnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das will ich gerne noch abschließend sagen, Joe, sonst wäre das unvollständig. Jetzt kommst du also in eine Situation des Lebens. Das Leben stellt dich in eine Situation, was auch immer es ist. Es kann eine Banalität sein. Und hier gibst du durch deine Handlung eine Antwort auf die Situation. Du tust etwas oder tust auch nichts. Auch das ist eine Antwort. Und diese Antwort ist immer die Antwort aus dem jetzigen Bewusstsein, aus dem jetzigen Verständnis. Und wir sind es gewohnt, Antworten zu geben, die jetzt nicht mehr zu unserem Verständnis passen. Wir reagieren beinahe automatisch entgegen unsere eigenen Überzeugung, sind damit nicht authentisch und das führt uns in eine Spannung. Das ist das, was jetzt geschieht. Wir werden immer mehr unserer eigenen Vergewaltigung bewusst. Ja. Und hier ist die Lösung, die Hingabe an das Leben, aber nicht die Hingabe an die künstlichen Strukturen, die ein Gefängnis über dich aufgebaut haben und dich in eine Form stülpen, die künstlicher Natur ist. Mein Eindruck ist, dass beides dazu gehört, nämlich das Gucken der Ursache mal, dass man sieht, es hat eine Ursache, aber nicht bis zum letzten Ursprung. Das, was du gesagt hast, das geht Weimarer Republik und dann geht, wir haben uns ja mit vielen Rechtssachen beschäftigt, unterschiedlichen Rechtsreisen, finde ich auch im Ansatz gut, aber irgendwann, sage ich dann, ich muss jetzt nicht zurückgehen bis zum alten Rom und vielleicht davor und was, weil das ist für mich dann nicht mehr wichtig. Dann komme ich in die Rolle des Zeugen und sage, okay, all diese Dinge haben ihre Gründe, dass sie so sind. Ich habe mich da auch mal mit befasst, aber es geht mir jetzt, es ist nicht entscheidend, das alles aufzudröseln, sondern einfach nur, dass ich sehe, diese Dinge sind, es finden viel Manipulationen statt, aber wenn ich das erkenne, dann kann ich mich darauf besinnen, was ich hier eigentlich mache, was mein Anteil ist, dass ich die ganze Zeit quasi von außen manipuliert wurde, ob das jetzt in der Familie ist, vom Partner oder in der Politik oder ganz viele ziehen an mir und ich habe vielleicht auch ganz lange mitgemacht, dass mein Vater sagt, du musst das und das und du musst eine Karriere machen oder dass ich ja auch den Nachbarn zeigen will, dass ich ein tolles Auto habe oder einen Urlaub fahren kann. Das heißt, ich habe eine Zeit lang das mitgemacht, etwas für andere zu tun und wenn ich das erkenne, dann sage ich irgendwann, nein, Moment, jetzt was ist denn wirklich mein Wesen, das Wesentliche von mir, was ist mein Selbst? Das hat ja nichts damit zu tun, was du jetzt von mir erwartest oder was ich von dir sehe. Und ich, dann fängt es an, dann höre ich eben auf mit dem Urteilen über andere und sage nicht mehr, ja, die Merkel ist schuld oder keine Ahnung, sondern okay, ich bin das, was ich bin, darauf besinne ich mich, ich beobachte dann und oder bin Zeuge dessen, was geschieht. Ganz vieles kann man sich mit beschäftigen, muss man aber nicht tief reingehen. Aber es geht darum, dass wir eben erkennen, dass im Moment diese Dinge im Wandel sind, im ganz starken Wandeln, weil wir eben ganz lange die Dinge mitgemacht haben und sie nicht angeguckt haben. Also inwieweit wir selber involviert waren, weil wir gesagt haben, naja, ich muss ja die Sachen mitmachen. Der Polizist sagt, ich muss das ja machen, ich will ja den Job behalten, ich muss da den SEK-Einsatz, da muss ich da jetzt den Reichsbürger überfallen und die Waffen wegnehmen. Bleibt da nichts übrig. Aber dann zu merken, muss ich das wirklich? Das heißt, wir kommen jetzt in die Phase, wo wir davor vor die Situation gestellt werden, was ist mein Anteil, was ist das Wesentliche von mir, was ist mein Wesen und ganz vieles im Außen nicht mehr damit zusammenpasst. Man kann es vielleicht zusammenfassen, zu sagen, alles, was nicht zu dir gehört, einfach mal zur Seite zu stellen, um dann festzustellen, was übrig bleibt. Und das ist natürlich sowieso der Prozess, den wir in Form unseres Lebens hier in dieser Welt durchlaufen. Also am Anfang laden wir uns eine ganze Reihe von diesen Hüllen auf, von diesen Mänteln, die wir anziehen.
Und zum Schluss ziehen wir die dann wieder aus. Ja. Und auf diesem Weg des Ausziehens kann es leicht geschehen, dass wir sagen, naja, den Mantel, den behalte ich nochmal. Also vielleicht wird es doch nochmal kalt, um hier bildhaft weiterzusprechen. Und den ziehe ich erstmal nicht aus. Vielleicht halten wir sogar den einen oder anderen Mantel, weil er so mit uns verwachsen ist, für unsere eigene Haut. Das ist durchaus möglich. Und das ist ein Prozess, der jetzt mit einer hohen Geschwindigkeit stattfindet, weil die Frequenzen auch dazu führen, dass bestimmte Mäntel einfach sich zu lösen beginnen. Auch diejenigen, die ihn gerne festhalten wollen. Es ist so ein wie ein harter, starker Wind, der da ab und zu mit einer Böe kommt, die einem diesen Mantel dann aufwehen lässt und es wird einem bewusst. Und das sind diese einzelnen Ereignisse, die da diese Qualität haben. Und also mein Hinweis meint einfach wirklich immer wieder zu schauen, gehört das wirklich zu mir? Und dann nicht anzufangen, die Dinge aufzudröseln in einer Form, die dich jetzt wieder mit deiner ganzen Aufmerksamkeit dort hineinbringt. Naja, wenn es nicht dein Mantel ist, dann musst du dich damit nicht beschäftigen. Und wenn es dein Mantel ist, ja, dann beschäftige dich damit, bis du dann irgendwann feststellst, dass er nicht wirklich zu dir gehört, sondern er nur ein praktisches Kleidungsstück war, das du jetzt aber wieder ablegen kannst. Und das ist der Weg, auf dem sind wir. Und die Tagesenergie, so war mal die ursprüngliche Idee, die soll eben auch Impulse geben, dir aufzuzeigen, welche Form von Wind kommt da gerade. Mhm. Das heißt, die ist nicht immer gleich. Manchmal kommen Phasen, in denen wir ein bisschen mehr Ruhe haben, wo auch die Dinge in uns wachsen können. Und dann haben wir Phasen, dann müssen wir uns richtig gegen den Wind stemmen. Und dann haben wir Phasen, wo wir geprüft werden. Mhm. Und das ist eben auch etwas, das so ist, wie es ist. Eine Prüfung ist vielen Menschen unangenehm, weil sie meinen, sie müssten dort ein Ergebnis erzielen, um dann eine gute Note zu bekommen. Aber eigentlich ist eine Prüfung nichts anderes als eine Überprüfung deiner Fähigkeit, deines Verständnisses, was dir dann einen Hinweis gibt, wo du stehst. Und das ist eigentlich das Wertvolle. Wenn bei mir in einem Kurs ist es immer so, dass ich sage, wenn jemand ein Dokument beispielsweise zeigt oder zeigen möchte, dann ist es gut, wenn das nicht perfekt ist. Weil dann können wir über die Fehler sprechen, die es hat. Und dann werden die allen bewusst, wenn ein perfektes Dokument da ist, naja, dann brauchen wir nicht drüber zu reden. Und schreiben das alle ab vielleicht oder so. Nicht nur, sondern wir wissen auch gar nicht, warum etwas so gemacht ist. Ja. Und du sagst es eben, kopiert. Ja, kopiert heißt nicht kapiert. Ja. Und selbst kapiert heißt noch nicht verinnerlicht. Mhm. Und das ist etwas, was einen unglaublichen Sprung ermöglicht, der nicht möglich wäre, wenn wir eben perfekt wären. Oder wenn wir die einzelnen Aspekte sofort ohne irgendwelche Schwierigkeiten integrieren könnten. So aber zeigt uns jede Prüfung, wo wir stehen. Und das ist schön. Und die Welt, die wir jetzt betrachten, das ist die Welt, die uns jetzt entspricht. Und das ist so. Und diese Welt ändert sich jetzt, weil wir uns verändern. So wird ein Schuh daraus. Und das ist wichtig. Also in uns selber ist das Leben in einer pulsierenden Qualität nicht mehr bereit, sich in diesen vorgegebenen Strukturen zu bewegen. Und ich habe ja vorhin schon das Bild gesehen, was bei dir lag. Ich weiß also, welches du jetzt zeigen möchtest. Und möchte das, während ich spreche, noch sehr elegant aufnehmen und darauf hinweisen, was du jetzt zeigst, ist ein Sinnbild für eine Gruppe von Menschen auch, nicht nur von Menschen, aber auch von Menschen, die wirklich das Leben per se bekämpfen wollen. Ja. Denn das Leben ist das, was uns entspricht. Unsere wahre Natur ist das Leben. Leben ist genauso auch Gott. Für mich sind das Synonyme. Ja. Und wer das so versteht, der versteht, dass diejenigen, die Gott bekämpfen, die wir Satanisten nennen, in Wahrheit diejenigen sind, die das Leben bekämpfen. Ja. Und dabei, obwohl es so absurd scheint, wirklich vergessen, dass sie selber aus der gleichen Quelle gespeist werden. Und dieser absurde Kampf muss so absurd sein, damit er uns bewusst wird und die Absurdität größer als jedes andere Verständnis in uns die Fackel der Wahrheit entzündet, die wir jetzt brauchen, damit wir sehen, was bisher in der Dunkelheit verborgen war. Ja, und du hast es schon angesprochen, ich muss es zeigen, das sind die Bilder von Emmanuel Macron, der hatte ja über seine Pläne für die EU gesprochen und im Hintergrund ist so deutlich meines Erachtens. Zeig mal ein bisschen tiefer vielleicht, so genau, also so, dass genau, dass man diesen Drudenfuß, der wird ja auch so genannt, das Pentagramm mit der Spitze nach unten, wirklich, das einmal wird natürlich oben. Von den jeweiligen Bildjournalisten auch
ausgesucht und angeboten. Ja, und dann sehen wir auch, dass die Agenturen diese Bilder auch bewusst verwenden. Und das hat zwei Qualitäten. Einmal ist es wirklich ein Zeichen für alle, die in diesen Strukturen sind. Schau her, wir zeigen, was wir immer wollen. Ganz groß in der Öffentlichkeit, mit anderen Worten. Wir bekleben die Litfaßsäulen der Öffentlichkeit mit unseren Zeichen. Mhm. Aber es hat natürlich auch eine symbolische Qualität. Und vielleicht sollten wir zwei, drei Sätze dazu sagen, wenn du magst schon. Ja, gerne. Also das Pentagramm begegnet uns ja sehr viel. Das haben wir auf den Euroscheinen, das haben wir natürlich in der EU-Flagge. Inzwischen kann man sagen, in ganz, ganz vielen Flaggen. Ja, klar. Natürlich in den USA. Aber auch China und Russland. Irak, seit es Saddam Hussein nicht mehr gibt. Ja. Und natürlich eben so sehen wir es beim Roten Stern von Moskau und so weiter und so weiter. Interessant, weil es über unterschiedlichste Kulturen hinweg genutzt wird. Ja. Die simpelste Erklärung der Bedeutung ist die, dass die Welt aus vier grundlegenden Stoffen aufgebaut ist. Mhm. Feuer, Erde, Wasser, Luft. Und das sind vier der Zacken der Sterne. Dann gibt's das fünfte Element. Und das fünfte Element, das ist das, was das Leben ausmacht und was auch die Struktur erhält. Also mit anderen Worten, wenn dieses fünfte Element herausgeht, dann zerfällt die Struktur der vier. Das können wir gut sehen. Ideal natürlich bei einem Mensch oder bei einem Tier, der verstirbt. Und aus dem Lebendigen wird etwas, das wir eine Leiche nennen. Und jetzt fließt dieses fünfte Element, könnte man sagen, heraus. Es ist nicht sofort verschwunden, wenn wir sagen, der Mensch ist tot. Aber nach und nach verlässt diese Qualität den Leichnam und gleichzeitig zerfällt er. Und da sehen wir auch, warum sich dieses Symbol so gut eignet, wenn es darum geht, etwas zu befestigen, wenn es darum geht, Strukturen zu erhalten. Und was hier bei diesem Symbol so interessant ist, ist die nach unten gerichtete Spitze. Ja. Eben, das ist kein Zufall. Ne? Man kann ja jetzt sehen nicht wir sagen, hier auch sehr schön. Die haben ein Riesenplakat oder eine Projektion oder was an die Wand hinter diesem Redner, sondern das ist ja kein Zufall, dass man gesagt hat, ja, das sind die EU-Sterne und die sind halt da jetzt zufällig so. Naja, vor allen Dingen dieses Bild ist ja nun auch ganz bewusst ausgewählt. Ja, ja. Aber warum der Stern nach unten? Weil dieser fünfte die Stern, das ist das die Geistige. Spitze, ja. Und das Materielle steht im Verständnis der Satanisten über dem Geistigen. Mhm. Und das ist die Position, die das Geistige annimmt. Das Materielle steht drüber. Das Geistige wird an das Materielle angebunden. Das finden wir auch im Christentum durch den angenagelten Jesus. Und es ist wichtig für alle Christen, dass sie nicht sofort impulsiv jetzt wütend werden, wenn ich das sage, sondern sich dann mal damit beschäftigen. Das ist ein recht junges Kreuz, was wir hier sehen, mit dem angenagelten Jesus. Das ist das Kreuz, was in der Zeit der sogenannten Aufklärung genau das ausdrückt. Nämlich die Wissenschaft nagelt das Geistige an die Welt. Und das ist das, was wir hier sehen. Und die Symbole, die Zeichen, die sehen wir. Und sie werden uns präsentiert. Und von daher ein wunderbares Beispiel dafür. Und noch einmal ganz wichtig, der Satz, alle satanistischen Strukturen führen einen Kampf gegen das Leben. Man könnte auch sagen, gegen das unkontrollierte Leben, das sich einfach immer wieder Bahn bricht und eine wunderbare Qualität hat, dass es immer wieder den Ausgleich findet. Und das passt nicht, wenn ich die Dinge auf eine bestimmte Form biegen möchte. Und deswegen ist dieser Kampf, der geführt wird. Genau, und das zeigt sich eben hier sehr deutlich und es wird offen gezeigt, auch diese Fingerzeige hier sind es, Macron eben auch mit dem Zeichen des Gehörnten. Das ist eine ähnliche Energie, sage ich mal. Da gibt es natürlich viele andere Clinton hier auch, die diese auch Zeichen machen. Da gibt es ganz viele von. Auch der Dalai Lama. Ja, ja, genau. Und du kannst eben wirklich, ich habe viele Bilder davon. Das ist interessant, kennst du das? Nun müssen wir eines vielleicht noch erwähnen, Joe. Bitte nochmal, ganz wichtig. Man kann sagen, naja, jeder. Du hast das auch mal gemacht in irgendeiner Sendung, hast du auch schon mal so ein Zeichen gemacht, um zu zeigen, was du meinst. Jetzt könnte ja zufälligerweise der Dalai Lama dieses Zeichen gerade gemacht haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Bilder verwendet werden, und zwar von Agenturen. Ja. Und dass, wenn dieses ein Zeichen wäre, das irgendwie mal privat oder durch irgendeinen Umstand entstanden ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass hier gerade jemand ist, der die Rechte an diesem Bild hat, der das abfotografiert hat, es den Agenturen zur Verfügung stellt und dann in den Medien auftaucht. Diese Bilder werden als Zeichen, als Hinweise ganz bewusst verwendet, um bestimmte Signale auch weiterzugeben. Ganz wichtig.
Und das Bild hier ist mir noch aufgefallen, das ist Prinz Harry, der hier ganz eindeutig dieses Zeichen eben auch macht, und zwar halb unter der Jacke. Erinnert so ein bisschen an Napoleon. Und auch da sind es Zeichen. Ich glaube auch, das macht man nicht zufällig so. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, wenn ich das so mache. Aber das ist eben kein Zufall, sondern es wird gezeigt. Ich weiß nicht, was er damit ausdrücken wollte. Es ging mir darum, einfach ein weiteres Zeichen, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, was auch überhaupt nicht verstanden ist, ist die rausgestreckte Zunge. Mhm. Alle Einstein. Naja, und das, was das bedeutet, ist nicht so sehr schwer zu verstehen. Und der Hollywood-Schauspieler Curry, James Curry, Jim Curry. Der auch als Komiker bekannt geworden, Jim Curry, der hat sehr viel über diese Themen gesprochen. Mhm. Und da findet man Interessantes bei YouTube, auch über diese Zeichen. Und ein paar Tage später ist seine Freundin ums Leben gekommen. Und er hat einige Dinge gesagt, die wirklich ungewöhnlich sind, insbesondere für Hollywood. Und vielleicht hat der eine oder andere Spaß und Interesse, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Gibt es viele auch aus der Musikszene, die Kate Perry hat was gesagt über Satanismus in der Szene, Pädophilie auch und Menschenopfer. Justin Bieber hat was gesagt. Irgendjemand hat gesagt, seitdem hört man nicht mehr so ganz viel musikalisch. Also seine Karriere ist sozusagen dadurch auch offenbar beschädigt worden, weil er die Dinge wohl gesagt hat. Ich weiß es nicht, aber man kann sich damit beschäftigen, man kann diese Sachen googeln, man kann ja heute sehr vieles darüber finden. Ganz viele Prominente sprechen im Moment diese Dinge an, mit dem Missbrauch, mit dem Satanismus. Wir haben das mit Harvey Weinstein, werden wir vielleicht noch drüber reden, und ganz vielen Prominenten, die und eben auch Opfern, die jetzt herauskommen und uns sagen, der oder die haben mich missbraucht und das und das geschehen. Das heißt, wir sehen an ganz vielen Dingen, dass diese Dinge ans Licht kommen. Das ist eigentlich die schöne Botschaft daran, dass diese Kräfte, die diese Zeichen ganz offen zeigen, sich, ich weiß nicht, warum sie sie so offen zeigen, vielleicht fühlen sie sich noch so sicher, dass sie sagen, wir können das zeigen, es macht eh nichts. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass doch immer mehr Menschen diese Dinge erkennen und dass die Dinge ans Licht kommen und sie das nicht mehr deckeln können. Alles, was sie an Schandtaten sozusagen im Verborgenen über Jahrzehnte, über Jahrtausende vielleicht gemacht haben, kommt jetzt ans Licht, weil wir diese Zeitqualität haben. Du erinnerst dich bestimmt, du hast da auch als Kind diese typischen Filme gesehen, in dem dann irgendwann der Schurke am Schluss eigentlich die Situation beherrscht, der hat dann irgendjemand unter Kontrolle und dann fängt er an und erzählt unglaublich viel und auf einmal kommt die Polizei oder der andere kann sich wieder befreien. Ja. Und dieser Hochmut quasi. Oder exakt. Und vieles von dem, was jetzt hier wirklich bisher in der Vergangenheit aufgebaut worden ist und das über einen langen, 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 langen Zeitraum, scheint hier ähnlich wie in einem solchen Film wirklich auch durch das, was wir jetzt Hochmut nennen könnten, gefährdet zu werden. In Wahrheit aber ist es eben das, was jetzt geschehen muss. Ja. Und es geschehen die Dinge so, wie sie geschehen müssen. Und ein wichtiger Aspekt, der auf jeden Fall in dieser Entwicklung immer enthalten sein wird, ist, dass wir mehr zu sehen bekommen. Ja. Und natürlich können wir die Dinge nur zu sehen bekommen, wenn sie sich nach wie vor zeigen. Und jeder, der diese Zeichen macht, spielt eben auch seine Rolle, nicht nur in dem Sinne, wie er sie versteht, sondern auch, wie sie in dem Drehbuch, das nicht er geschrieben hat und auch nicht seine Puppenzieher geschrieben haben, sondern derjenige, der wirklich all diese Dinge anlegt. Und wer ist das? Ja, das bist du. Du bist das selber, der diesen Traum träumt und sich vergessen hat in diesem Traum. Und das muss natürlich immer wieder durch ein Aufwachen beendet werden. Und da kannst du träumen, was immer du willst. Das Aufwachen kannst du nicht verhindern. Und wir sind auf diesem Weg dahin. Und ich kann dir nur vielleicht abschließend noch sagen, Joe, ich hatte jetzt ja ein Zusammensein am letzten Wochenende. Und das Thema war das dritte Auge. Mhm. Und bei diesem Thema kommen ganz unterschiedliche Vorstellungen zutage, was man sich darunter vorstellt. Da ist auch sehr viel Klischeehaftes und es hat auch sehr viel damit zu tun, dass es natürlich zu diesen Themen auch ganz alte, mysterische Hinweise gibt. Aber was ich darunter verstehe, ist in allererster Linie, dass wir einen Zugang finden zu der Wahrheit, die wir nur dadurch sehen können, dass wir durch die Dinge hindurchblicken. Mhm. Und worauf wir dann blicken, ja, das bleibt dann uns überlassen. Aber in jedem Falle
erkennen wir die dahinterliegenden Strukturen. Und wenn du die wirklich erkennst, dann erkennst du, dass sie so funktionieren, wie sie funktionieren müssen, damit diese Zeit, die schon so lange währt, jetzt zu ihrem Ende kommt. Und ein großer Aspekt ist der Hochmut, denn vieles von dem, auf das das System aufgebaut ist, basiert auf Hochmut. Und deswegen ist es nicht erstaunlich, dass dieser Hochmut nach wie vor aus allen Poren heraustropft. Ja, gibt viele Beispiele darüber und wir werden sicher noch über einiges reden. Wo wollen wir weitermachen? Ich sehe, erinnerst du dich, Joe, entschuldige, ganz kurz, erinnerst du dich an diesen stellvertretenden Bürgermeister, war es, glaube ich, von Bremen, der dem Obdachlosen eine Flasche Champagner über den Kopf gekippt hat? Weiß ich nicht. Das war zu einer Zeit, als ich meinen Podcast gemacht habe, den Extravagant. Mhm. Und da habe ich dieses Bild auch noch gepostet. Und da stand also wirklich dieser Obdachlose da, vor diesen Politikern. Und dann hat er ihm lachend so eine Flasche Champagner über den Kopf gegossen. Ja, und da hat sich wirklich etwas gezeigt, was sonst verborgen bleibt. Ja. Und sonst nur im kleinen Kreise geteilt wird. Und da muss es geteilt werden. Denn das, diese Arroganz und diese Distanziertheit zum normalen Volk, das ist wichtig für diese Position. Das ist wichtig für deren künstlich aufgebaute Strukturen. Man will nicht, dass jemand sich allzu sehr denen nähert, die möglicherweise dann doch Einfluss auf ihn gewinnen. Derjenige muss sich zwingend für etwas Besseres halten, damit er diese Funktion erfüllt. Also von daher gehört die Arroganz und der Hochmut dazu, als Ausdruck dessen, dass dieser Mensch auch funktioniert in diesen Regeln und in diesen Strukturen. Der muss das ausdrücken, sonst klappt das nicht. Und elitäre Clubs würden Menschen nicht aufnehmen, die nicht so gesteuert sind. Sie brauchen diese eigenartigen Prägungen und Hypnotisierten und Programme, die dann in ihrem Kopf ablaufen. Es gibt ja den schönen Spruch, ich würde in keinen Club eintreten, der mich aufnehmen würde oder Leute wie mich aufnehmen würde. Aber es ist tatsächlich so, wir haben früher vielleicht eben das alles nicht erkannt und haben gesagt, naja, wenn ich irgendwie erfolgreich sein will im Beruf, dann muss ich mich eben mit bestimmten Leuten umgeben und mit dem Bürgermeister oder mit Prominenten zeigen und mit diesen Insignien der Macht umgeben. Es gibt ja viele Erfolgsleute, die eben das machen. Die zeigen einfach, wozu sie gehören und man sucht die Nähe von denen, die ganz oben sind. Und jetzt erkennen wir, die da ganz oben sind, dass die Welt zerstören. Und dass wir vielleicht uns denen nicht mehr anbiedern sollten, weil wir das erkennen und dann auch nicht mehr denken, naja, für eine Karriere wäre es ja ganz gut, vielleicht in eine Loge einzutreten, sondern zu erkennen, wenn ich das mache, dann darf ich nicht mehr das machen, was richtig und gut ist, sondern da wird mir gesagt, was ich machen muss. Und so funktioniert das, hat das lange funktioniert, das zu durchschauen und zu durchbrechen und immer mehr Menschen im System, du weißt es ja auch, bei der Polizei, in den Finanzämtern, die sind kreuzunglücklich mit der Situation, in der wir alle sind. Ja. Und sie haben es ja Jahrzehnte auch mitgemacht und saßen auch auf dem hohen Ross im Finanzamt, haben gesagt, den mache ich jetzt fertig. Und jetzt merken sie, was mache ich da eigentlich? Wir graben uns alle sozusagen das Grab, wenn wir so weitermachen. Viele Polizisten, ich werde auch Meldungen bringen, wo die sagen, wir sind am Ende. Polizeichefs sagen das in verschiedenen Städten. Wir kommen mit der Situation nicht mehr zurecht. Das heißt, gut und wichtig, dass du das sagst, Joe. Ich finde das sehr wertvoll, denn dadurch gewinnen wir auch ein Verständnis, dass eben in diesem Prozess jeder, der hier in diesem Traum als Figur erscheint, seinen eigenen Traum erlebt und seine eigenen Herausforderungen hat. Und dass es für diese Menschen, die eine ganze Zeit lang vielleicht auf der etwas sonnigeren Seite gesessen haben, jetzt auf einmal auch durchaus damit konfrontiert werden, dass das nicht nur einen Preis hatte, sondern dass dieser Preis, der gezahlt worden ist, inzwischen vielleicht nicht mehr zu zahlen ist, sondern dass man das gar nicht mehr tun möchte. Mhm. Und jeder wird immer wieder jeden Tag herausgefordert. Und wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, über diese Dinge im Zusammenhang mit dem Hilf mir weiter, der bei dem ZDF gearbeitet hat, Robert Stein. Ja, genau. Und ich glaube, viele Menschen haben sich nicht so sehr daran gestört, dass er gearbeitet hat, sondern dass er das jetzt tut. Mhm. In einer Zeit, in der auf der anderen Seite diese Kritik und eine berechtigte Kritik gegen diese Medien richtet. Und diese Frage muss man jeden Tag neu beantworten. Ich glaube, er würde die heute auch anders beantworten. Und nicht nur, weil er sich den Ärger ersparen will, sondern weil er das auf einmal durch andere vielleicht aus einer anderen Perspektive sieht.
Und ich zum Beispiel habe schon vor langer, langer Zeit mich immer geweigert, Politiker zu beraten. Ich hatte dreimal eine Anfrage in meinem Beraterleben. Da ging es auch um Kommunikation. Und damals wusste ich wenig von diesen Dingen. Aber das hat mir einfach nicht gepasst. Und das Produkt hat mir nicht gefallen. Und ich glaube, wenn alleine an dieser Stelle schon ein erstes Umdenken entsteht, dann ist das etwas, das ist in uns dann auch ganz schnell mehr Mut erzeugt, auch in anderen Fällen ein bisschen mehr, sagen wir mal, darüber nachzudenken. Was bedeutet das und was nähere ich damit und passt es noch zu mir? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir stehen in einer Situation und das Leben verlangt jetzt Verantwortung, in dem Sinne, dass es uns Fragen stellt. Und die Verantwortung ist unsere Antwort. Und das ist das, was wir tun. Und diese Antwort, die wir da geben, die gibt eben Ausdruck über das, wo wir momentan stehen. Und genau das ist dann das, was wir da authentisch nennen. Und wenn wir eine Gruppe von Menschen haben, die nicht authentisch sind, naja, dann sind es die Politiker. Mhm. Und das weiß jeder. Und wenn man sich die Wahlplakate ansieht, dann sieht man auch warum. Dann sieht man auf einmal einen Politiker, der ein kleines Kind hochhebt oder der irgendwie bei einem kleinen Tier steht. Es sind Klischees, die bedient werden und die brechen jetzt auseinander. Und diese Klischees konnte man nur so lange aufrechthalten, weil man sich an eine kindliche Bevölkerung gerichtet hat und die tatsächlich in der Mehrheit war. Und jetzt werden die Kinder, ich habe es schon mal rustikal ausgedrückt, mit einem Arschtritt von der Tante Ingrid aus dem Kindergarten herausgeprügelt. Und das ist auch wichtig so. Wir werden also deswegen auch diese Tritte zum Teil als unangenehm empfinden. Mein Hinweis abschließend: Mach die Tür auf, wenn die Hinweise kommen, mach die Fenster auf, dann braucht die Tür nicht eingetreten zu werden und sieh an, was da kommt. Und so schlimm ist es nicht. Und manches geht auch ganz schnell wieder. Und vieles hat mit dir in deiner Story gar nichts zu tun, aber muss jetzt angesehen werden, damit das, was damit noch in Resonanz ist, einfach auch sich auflösen kann. Das Ansehen der Politiker ist ja auch auf dem Tiefpunkt. Also das ist, glaube ich, von allen Berufsgruppen mit dem am schlechtesten angesehenen Berufszweig. Dann haben wir das Ansehen der Massenmedien. Kommt weit hinter dem Zuhälter. Ja, das ist sehr interessant, dass das, aber es ist so. Ja. Also die Menschen spüren es und ich will dir eine Brücke bauen. Ich sehe was, es geht um die Wahl, weil ja scheinbar doch noch so viele Menschen gewählt haben, obwohl das Ansehen der Politiker so niedrig ist. Das ist jetzt spannend, was du sagst. Du hast jetzt scheinbar gesagt. Ja. Scheinbar heißt ja konkret zum Schein, gegen anscheinend heißen würde, es sieht so aus. Für mich könnte beides möglich sein, scheinbar und anscheinend. Wahrscheinlich ist tatsächlich die Wahlbeteiligung auch nicht unbedingt die man uns immer wieder als Zahlen in den Statistiken präsentiert. Ja. Wir wissen es. Das ist doch schön, Joe. Wir können doch sagen, wir wissen es nicht. Ja. Weil vorher glauben wir, dass wir etwas haben, was wirklich sehr genau ist. Und inzwischen müssen wir sagen, wir wissen es nicht. Und damit verliert auch ein Glauben automatisch noch das letzte bisschen an notwendiger Stabilität, um uns weiter zu beeinflussen. Denn wir müssen einfach sagen, wir können zu den Wahlen wirklich wenig sagen, was der Wille des Volkes betrifft, inwieweit der sich hier ausdrückt. Das wissen wir gar nicht. Genau, es ist ein Riesentheater und inwieweit das noch wahrhaftig ist. Und das ist ein Theater, wenn die uns da zeigen, die Zahlen, die haben 33,1% und 33 ist ja, glaube ich, gerade eine Zahl, die dann auch genommen wird, aber hoher Freimaurergrad, nicht? Im schottischen Ritus. Ob das irgendwas mit der Realität zu tun hat und mit dem Verhalten der Menschen, ist die Frage. Da gibt es ja ganz viele Hinweise auf Wahlbetrug. Wir haben auch schon Sendungen drüber gemacht. Ist das dein Thema hier mit den Wahlen? Ja, ein bisschen. Ich habe noch was aufgegriffen, was wir beim letzten Mal schon hatten. Ich würde gerne aber noch mal zum Thema Wahl, zu dem, was du gerade eben gesagt hast, noch ergänzend sagen, dass wir natürlich auf allen Ebenen dieses Thema uns ansehen können. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Fall über die Manipulation sprechen, über Auszählung und so weiter, dann sehen wir uns natürlich nur eine Ebene an, die sowieso an anderer Stelle obsolet wird, wenn wir über Wahlrecht sprechen, wenn wir über die Rechtsprechung bezüglich des Wahlsystems hier sprechen, wenn wir über die Position der BRD sprechen, wenn wir über die Verwaltung sprechen, wenn wir über die anderen Gebiete von Deutschland sprechen. Also es gibt ganz viele Ansätze, die alle für sich betrachtet, dieses System sowieso zumindest einmal
deklassieren. Ja. Aber das kommt auch bei vielen Menschen nur auf eine Art und Weise an, die ihnen jetzt offen steht. Also manche stolpern über diese Statistiken oder ähnliches. Und erinnerst du dich, Joe, als wir beim letzten Mal hier zusammenkamen, da war ja gerade die Wahl wenige Stunden vorbei. Ja. Am Tag zuvor. Ja. Und ich habe dieses Ergebnis mitgebracht und gesagt, es ist eigentlich ein Wunschergebnis. Ja. Und in den nächsten Tagen stand überall in den Medien Katastrophe, ein Riesenproblem. Und das ist also jetzt gerade ganz fürchterlich, was hier geschieht. Und jetzt sehen wir, es funktioniert wunderbar. Diese sogenannte Jamaika-Koalition hat sofort einer ganz großen Einigkeit bewiesen, dass das, was ich gesagt habe, genau in der Praxis zu beobachten ist. Man hat ein Wunschergebnis erzielt. Die starke SPD, in Anführungszeichen, die jetzt die Opposition bestimmt, die AfD, die in einer Position ist, wo sie vollkommen machtlos ist, und auf der anderen Seite wieder ein Erstarken der Grünen mit ihren extremen Sichtweisen, die bisher in der Bevölkerung natürlich auch überhaupt nicht gut ankommen und jetzt auf einmal in Niedersachsen dazu führen, dass auch dort die Grünen wieder erstarken und eine ganz eigenartige Position einnehmen. Also wer hier nicht sieht, was geschieht, naja, der braucht noch mehr Impulse, vielleicht den einen oder auch in Form von dem kraftvoll geführten Tritt mit den High Heels der besagten Tante Ingrid, um das Klischee der dicken Kindergärtnerin an dieser Stelle aufzugreifen. Einige brauchen das vielleicht, ad absurdum zu führen. Also wie auch immer, ich habe hier eine sächsische Zeitung mitgebracht. Sächsisch, kannst du es auch auf Sächsisch vorlesen? Nee, Sächsisch fällt mir schwer. Ich habe zu manchen Dialekten ein bisschen Bezug, aber leider Sächsisch, das würde lächerlich werden, das erspare ich den Sehern. Fehlt dem Wahlzettel eine Ecke? Du erinnerst dich, das war Thema hier, denn wir hatten darüber gesprochen, dass ein Dokument vier Ecken hat. Und wenn da eine Ecke abgeschnitten wird, dann ist es so, als würde da deiner Kreditkarte zum Beispiel auf einmal, weil du die Rechnung nicht bezahlt hast, jemand dir die nicht zurückgeben nach dem Tanken, sondern einfach ganz schnell deine Karte entwerten. Und hier gibt es also einen Artikel, der jetzt darauf überhaupt Bezug nimmt, weil es sehr viele Anfragen gab. Ja, auf einmal ist es für die Blinden gewesen, oder? Ja, das ist die Erklärung. Aber interessant ist überhaupt, dass Menschen nachfragen. Das finde ich sehr schön. Und jetzt kommt natürlich immer eine Erklärung. Und das ist eine witzige, denn sie ist natürlich absurd. Ich lese mal kurz vor. Für die fehlenden Ecken gibt es einen guten Grund. Das ist also schon mal wichtig, dass dieser Grund von vornherein zu einem guten Grund erklärt wird, denn der Grund ist alles andere als gut. Damit auch blinde und sehbehinderte Menschen selbstbestimmt allein, geheim und frei wählen können, stellt der Sächsische Blinden- und Sehbehindertenverband für jede Wahl Stimmzettel-Schablonen bereit. Bei dieser Bundestagswahl haben die Schablonen für die Erst- und die Zweitstimme je 25 Stimmfelder. Daneben sind kleine Löcher ausgestanzt, in die die Wähler ihr Kreuz setzen können. Also das haben wir ja auch schon angesprochen, dass ein Kreuz, und das ist ja kein normales Kreuz. Ein X, durchgedickst. Ja, na, es ist durchgeixt, aber es ist vor allen Dingen, ich hätte jetzt gesagt, ein Andreaskreuz. Ja. Ich habe schon gesagt, was die Bedeutung ist und wer hinter diesem Kreuz steht, energetisch betrachtet, das ist Nimrod. Es ist eine wirkliche, sehr üble Gestalt, wenn man sich mit ihr mal beschäftigt. Und sein Zeichen ist das X. Mhm. Deswegen sehen wir beispielsweise in der Pornografie auch diese drei Xe. Das sind durchaus Dinge, die hier aufgezeichnet werden. Aber um das kurz weiter zu sagen, also hier müssen nicht für jeden Wahlkreis extra Schablonen machen, sagt er, mit einer Hör-CD, bla bla bla, erfassen blinde Wähler, an welcher Stelle auf dem Stimmzettel welcher Kandidat oder welche Partei steht. Natürlich ist es aber ganz einfach möglich, bei einem Blatt Papier, das immer eine Form hat, nämlich eine DIN-Form, eine Anlage oben oder unten zu finden, ohne dass ich dafür eine abgeschnittene Ecke brauche. Ja. Das ist wirklich auf andere Art und Weise möglich, auch links und rechts aufzuzeigen, so wie es eben beispielsweise mit einer eingedruckten Erhöhung funktioniert, wie das bei Blinden üblich ist. Ja. Eine abgeschnittene Ecke gibt demjenigen, der das Dokument zurückbekommt, die Möglichkeit, dieses Dokument zurückzuweisen, weil es defekt ist, denn es ist defekt, oder zu tolerieren und es entsprechend auch aufzunehmen. Also nach guten Worten würde ich sagen, diesen Zettel, den nehme ich an, hier hat jemand AfD gewählt, der ist ungültig, da fehlt ja die Ecke. Da fehlt die Ecke. Genau, man kann also in diesem Fall großzügig sein
und kann eben das tolerieren oder eben auch nicht. Wenn es toleriert wird, dann hat es eben auch durch das Tolerieren oder durch das Akzeptieren, besser gesagt, hat es dann auch den entsprechenden Wert bekommen, ist nicht mehr defekt. Und man hat auch nur eine bestimmte Zeit, einen solchen Defekt entweder zurück zu, darauf zu reagieren. Also wie auch immer, das ist jedenfalls insofern interessant, dass wir es hier angesprochen haben und das wohl mehrere Menschen nachgefragt haben. Und jetzt kommt das, was immer kommt. Es wird dir eine Erklärung gegeben Satz. Und das beruhigt dann alle. Ja. Ja, der letzte Satz ist hier weniger interessant, aber wir haben an vielen anderen Stellen einen letzten Satz, der dann nochmal so ein Highlight ist. Okay. Also das habe ich sogar so schön gefunden, dass ich es zweimal ausgedrückt habe. Nein, zwei Seiten. Also das war der Hinweis. Ja, und dann habe ich bei den Wahlen. Bei den Wahlen, ja, wenn du magst. Also ich habe hier noch was zu den Wahlen mitgebracht. Ich habe Schluss mit Extremen. Ja. Und das ist eine Meldung, die lief durch T-Online. Mal ganz kurz gucken. Ich vermute, dass es eine Agenturmeldung ist. Die kann ich leider jetzt nicht sehen, wird hier nicht ausgewiesen. Nein, das ist hier ein Journalist benannt, der das geschrieben hat, ein Herr Gerhard Spörl. Also keine Agenturmeldung. Und da wird also jetzt darüber gesprochen, dass die AfD in den Bundestag einzieht. Und da heißt es in der Überschrift, wie der Bundestag die AfD verändern wird. Und das ist natürlich interessant. Es ist also nicht der Bundestag, der durch die AfD verändert wird, sondern der Bundestag verändert jetzt die AfD. Ja. Und das sind Dinge, die man sehr schnell überliest, die aber, wenn man sie genau liest, eben einen deutlichen Hinweis geben. Denn hier heißt es nicht, wie es vielleicht kommen könnte, sondern wie der Bundestag die AfD verändern wird. Und wenn man hier ein bisschen weiter liest, dann kann man hier eine ganze Reihe von Merkwürdigkeiten finden. Und ich bringe diese Meldung immer mit, um Menschen zu sensibilisieren, damit sie künftig selber Meldungen einfach ein bisschen anders lesen können. Und eine wunderbare Möglichkeit ist beispielsweise langsam zu lesen und wirklich genau zu gucken, was steht in diesem Satz und was wird mir da mitverkauft. Und ich will einen solchen Satz vorlesen. Momentan schauen wir noch entgeistert und wie unter Schockstarre auf dieses neue Phänomen, das bürgerlich konservativ bis rechtsradikal gestimmt ist. Also in diesem Satz spricht man davon, dass wir, also die Leser vermutlich, ich weiß nicht, von wem man hier spricht, aber das nimmt man an in der Regel, und das ist schon der erste Fehler, dass also, wenn man diese Dinge liest, dass man sich automatisch selber auch damit identifiziert. Ja. Und wir sind entgeistert. Naja, und wenn du jetzt sagst, na, ich bin nicht entgeistert, finde das eigentlich gut, dann grenzt du dich auch aus von diesem Wir. Und er spricht im Laufe dieses Artikels davon, was das für Menschen sind, die hier sich ausgrenzen. Und damit wird auf eine sehr perfide Art und Weise dem Leser immer wieder gesagt, entscheide bitte richtig. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Wo möchtest du stehen? Ja. Und er spricht davon, wir stehen unter Schockstarre auf dieses neue Phänomen, das bis rechtsradikal gestimmt ist. Und dann kommt etwas Weiteres, was ich so interessant fand, dass ich es mitgebracht habe. Es begann mit der Euro-Krise und Pegida und mit der ressentimentgetränkten Wut auf Flüchtlinge. Währenddessen verhandeln die Grünen wohlgesetzt mit der Kanzlerin und der FDP um Teilhabe an der Regierungskoalition. Also hier werden zwei Gruppierungen gegeneinander dargestellt. Ja. Also auf der einen Seite diese wutgetränkte Gruppierung und auf der anderen Seite verhandeln die Grünen wohlgesetzt mit der Kanzlerin auf hohem Niveau bei Tee. Denn hier ist man zivilisiert, während draußen der Mob die Messer wetzt. Also das ist das Bild, das hier erzeugt wird. Und das ist schlechter Journalismus. Das ist einfach vielleicht in einer Meinung des Journalisten an irgendeiner Stelle in der Zeitung angebracht. Und selbst dann ist es schlechter Stil, weil aber das, was er hier schreibt, einfach gar keine Basis hat. Sondern was hier geschrieben wird, ist nichts anderes als Hetze. Und wir dürfen nicht vergessen, dass diese Hetze wirklich ein wichtiger energetischer Faktor in diesem System ist. Denn diese Hetze trennt uns von unserem energetischen Potenzial. Ja. Und das ist, wenn du magst, so zwei, drei weitere Sätze wert. Ja. Weil ich habe das noch so präsent. Ich muss überhaupt noch sagen, ich bin noch sehr stark beeindruckt von diesem letzten Zusammensein. Ich kriege da immer sehr viel energetisch mit und spüre das auch und habe deswegen auch vielleicht weniger Meldungen dabei als sonst. Ein wichtiger Aspekt dabei ist wirklich, dass wir uns bewusst machen müssen, dass wir auf eine bestimmte Art, wie wir die Welt sehen sollen,
automatisch immer wieder uns von dem Potenzial, das uns eigentlich energetisch versorgt, trennen. Wir werden immer dazu gebracht, uns einseitig auszurichten. Aber die Energie, die fließt immer durch zwei Pole. Gut können wir das beim Atmen sehen. Einatmen, ausatmen. Wir sehen es beim Strom. Wir sehen es überall in der Natur. Es gibt Licht, es gibt Dunkelheit, es gibt Tag, es gibt Nacht. Und wenn wir beide Pole miteinander verbinden, dann beziehen wir die entsprechende Energie daraus. Nachts schlafe ich und beziehe die Energie aus diesem Pol und tagsüber habe ich dann die Energie, um mich mit den Herausforderungen des Tages zu beschäftigen. Und wir werden abgeschnitten von bestimmten Energien. Da darfst du nicht hin. Ja. Und das geschieht auf immer einseitige Art und Weise. Und diese einseitige Art und Weise wird sehr stark aufrechterhalten durch das, was ich Hetze nenne. Und diese Hetze kommt an so vielen Stellen daher. Ossis gegen Wessis und Rechte gegen Linke und Pegida gegen ich weiß nicht was. Ja. Und das ist das, was hier mitschwingt in diesem ganzen Ding. Und es ist so eine unglaubliche Frechheit, dass wir als mündige, erwachsene Menschen oder als mündige, erwachsene Männer und Weiber hergehen sollten, nach meinem Verständnis, und wirklich auch die richtige Antwort geben auf diese Angebote, die uns hier gemacht werden, und sie einfach nicht mehr bezahlen, nicht mehr kaufen, nicht mehr abonnieren, vielleicht sogar denjenigen auf ehrenhafte Art und Weise mitteilen, dass man auf diese Art von Informationen keinen Wert mehr legt. Das ist wirklich eine ganz schlimme Art und Weise, wie hier Stimmung gemacht wird. Und hier geht es natürlich uns weiter, wenn wir dann weiterlesen, ob es uns gefällt oder nicht. Die AfD ist da. Und an ihr hängt es, ob sie da bleibt oder wieder verschwindet. Bleibt sie, werden in den Parlamenten Veränderungen über sie kommen, wie sie über die Grünen gekommen sind. Die Trennung ist Realus und Fundis gehört dazu. Unser ganzes politisches System ist auf Teilnahme ausgerichtet. Das ist ein sehr interessantes System. Ja. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Ja. Und das haben wir schon gesprochen. Wir haben es ja gesagt. Ich kann ein System nicht auf diese Art und Weise verändern, wenn ich Teil des Systems werde. Deswegen ist ja das, was wir immer gesagt haben, zu wählen ist völlig sinnlos, weil jede Partei, und mag sie noch so gute Absichten haben, dann, wenn sie ins Parlament hineinkäme, dann eben auch sich inzwischen anpassen muss, um überhaupt im System bestehen zu können. Das heißt, eine Partei kann niemals das System verändern, das Parteiensystem. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich möchte es anders formulieren. Wählen ist nicht sinnlos, denn es hat einen Sinn, aber nicht einen Sinn, der dir nutzt. Das, was dort an Sinnhaftigkeit dahinter steht, ist eine Legitimation und eine Art konkludentes Handeln, das ist eine Vertragsbeziehung führt. Ich beauftrage mit meiner Wahl einen anderen, die Dinge zu regeln und dann kann ich mich nicht beschweren. Ja. Punkt. Ob diese Wahl legal oder nicht legal ist, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist schon richtig. Weißt du, Joe, das ist wichtig. Lass uns da bitte, weil es eine wunderbare Gelegenheit ist und das ist ein tiefes Wissen, das damit verbunden ist, wenn man es richtig versteht. Auch ein Betrug hat legale Elemente. Und diese legalen Elemente verschwinden nicht dadurch, dass ein Teil Betrug ist. Also mit anderen Worten, wenn ich zur Wahl gehe, kann ich nicht sagen, naja, es ist alles Betrug, es ist ungültig. Nein, durch deine Handlung und durch das Vorgehen, das du in der Abstimmung bestimmter vorgegebener Regeln durchgeführt hast, gibst du deine Zustimmung. Ja. Auch mit anderen Worten, wenn wir beide einen Vertrag miteinander schließen und dieser Vertrag ist gegen die guten Sitten, ist von vornherein ungültig, so hat dieser Vertrag doch Elemente, die gültig sind. Und ein Element ist vielleicht der Gerichtsstand, der da drin steht. Und das Gericht wird sich zuständig fühlen, auch wenn ein anderer sagt, naja, der Vertrag ist ja sowieso vollständig hinfällig. Nein, dieser Vertrag hat Elemente, nämlich den Gerichtsstand. Und deswegen ist das Gericht in XY zuständig. Das ist ganz wichtig. Also mit anderen Worten, du begehst eine Handlung, du gibst einem anderen Energie, du gibst eine Zustimmung und darauf basiert hier alles. Und das dürfen wir nicht vergessen. Also es ist nicht sinnlos, sondern es ist im höchsten Maße sinnvoll für diejenigen, die jetzt daraus die Energie beziehen und im höchsten Maße unsinnig für denjenigen, der seine Energie abgibt, ohne zu wissen, was er tut, wem er die Energie gibt und was daraus erwächst. Also ich will das ganz bewusst so ausdrücklich sagen. Und wer es getan hat, man kann alle Dinge wieder heilen,
Aber man kann sie nicht dadurch heilen, dass man sie selber für ungültig erklärt, sondern man muss es auf eine Art tun, die a. ehrenhaft ist und zum anderen auch wirklich klärt, was zu klären ist und diesen neuen Status auch zu reklamieren. Sonst funktioniert das nicht. Also ein sehr ganz wichtiger Hinweise. Hinweis, ja. Okay. Und ich möchte diesen Satz noch einmal sagen. Unser ganzes politisches System ist auf Teilnahme ausgerichtet. Und diese Teilnahme ist es, die wir auch zum Teil aufrechterhalten können. Natürlich können wir innerhalb des Systems unsere Stimme erheben. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wenn wir dieses Spielfeld betreten, dass dort Regeln gelten, die wir vielleicht gar nicht kennen. Dass aber diese Regeln dazu führen, dass wir auf eine bestimmte Art behandelt werden, dass auf eine bestimmte Art Dinge geschehen. Und meinem Verständnis nach sollte man sich auf dieses Spielfeld nur begeben, wenn man sehr genau weiß, was man tut und sich auch immer wieder bewusst sein, dass es Zeiten gibt, in denen ich mich zurückziehe, in denen ich weiß, wie ich auch vom Spielfeld zurücktrete. Und wenn jemand aus dem Spielfeld heraus mir zuruft, du musst mitspielen, ihm sagen zu können, ich setze gerade aus. Und das ist etwas, worum es geht. Das ist interessant, dass es das ja eigentlich bei den meisten Spielen gibt, ob das Poker ist, du kannst sagen, ich setze aus. Das gibt es hier auch. Das gibt es eben. Das gibt es hier auch. Ja, und das ist interessant. Also der Spielmacher macht das ja nicht aus Spaß, sondern eben um die Möglichkeit zu geben. Also das ist sehr, sehr interessant, dieser Hinweis, dass das vielleicht auch woanders gilt, dass man sagt, ich setze jetzt mal eine Runde aus. Aber da muss man natürlich sehen, man muss wissen, wie man es tut. Wie geht das Spiel weiter und kommt da wieder rein? Der Spielleiter und die anderen Spieler werden das möglicherweise in einer bestimmten Stelle des Spiels auch nicht akzeptieren wollen. Das muss uns auch bewusst sein, sagen, das geht jetzt nicht. Du musst jetzt hier mitspielen, weil du bist vielleicht sogar am Zug. Ja. Und da müssen wir wissen, wie wir eben entsprechend dieses Recht auf das Aussetzen auch durchsetzen können. Das ist ein Aspekt. Und ich habe schon es ist lange her, Joe, ich glaube 5, 6 Ausgaben der Tagesenergie, da habe ich es sehr ausdrücklich gesagt. Ich habe gesagt, es wird auch die Spreu und Weizen dadurch getrennt, dass es Menschen gibt, die sich dieser Regeln bewusst werden und die in dem System auch gewisse Rechte wieder zurückerlangen und andere Menschen, die das nicht können und die immer weniger Rechte bekommen und deren Rechte und auch deren Privilegien immer mehr beschnitten werden. Und hier wird sich die Spreu vom Weizen dramatisch trennen. Die einen werden stärker versklavt als jemals zuvor, in einer Phase, die dann irgendwann auch enden wird. Und andere werden sich in dieser Phase, in die wir uns hin entwickeln, und dieser Punkt muss so stark werden, bis der Letzte aufwacht. Dann ist es vorbei. Letzte heißt nicht unbedingt der Allerletzte. Wie werden die das erleben? Spiel. Du hast ja eben gesagt, also es kommt für die einen sehr hart und für die anderen wird es, die sich damit befassen und die sich bewusst sind, was läuft, können die besser diese Zeiten überstehen? Ja. Weil sie nicht mitmachen müssen in einem Spiel, in dem sie bisher unfreiwillig, aber vor allen Dingen unwissend mitgemacht haben. Ich sage unfreiwillig durch ihre Unwissenheit, denn sie haben bisweilen unwissend zugestimmt. Und von daher kann von Seiten derer, die dieses Spiel entwickelt haben, durchaus auch ins Felde geführt werden. Naja, die haben ja nun mehrfach mitgemacht und haben auch durch ihre Handlungen mitgemacht. Und es reicht nicht aus, einfach nicht mehr mitzumachen. Das würde nur funktionieren, wenn alle nicht mehr mitmachten. Dann ginge das. Dann ginge das sehr schnell. Solange aber die Mehrheit nach wie vor mitmacht, kann der Einzelne sich nicht zurückziehen, wenn er nicht weiß, wie er dieses Recht auf Privatsphäre wieder durchsetzt. Und das ist genau der Aspekt, um den es geht. Und da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Und umso mehr Menschen diesen Weg gehen, umso stärker wird natürlich auch der Weg, der hier gegangen werden kann. Denn er ist dann für viel mehr zugänglich, alleine schon dadurch, dass er ein bisschen ausgetretener ist und sichtbarer wird. Und bisher ist es ein kleiner, verborgener Waldweg, den man nicht sieht, wenn man einfach am Wald vorbeiläuft. Und es sind viele kleine Wege, also viele kleine Trampelpfade, die entstehen, also übersetzt ganz viele, die sich auf unterschiedlichen Wegen damit befassen, mit dem Finanzamt oder mit Gerichten, wie kann man sich verhalten. Und es ist nicht so, dass man sagen kann, es gibt diesen einen Weg und damit kommst du überall durch. Das gibt es nicht, sondern du musst dich damit befassen und du musst dich anpassen an die Situation. Aber es geht eben nicht, indem du irgendwelche Muster schreiben, kopierst und ans Gericht schickst. Das funktioniert nicht so. Man muss wirklich verstehen und dann
ja, so auf einer Ebene mit denen kommunizieren, wie wir es machen, indem wir sagen, pass auf, das ist so und so sehe ich das, wie siehst du das? Und ja, das ist zwar gar nicht so schlecht formuliert, aber ich weiß schon, dass das sehr schnell missverstanden wird, denn eines darf nicht geschehen und das ist eine Diskussion und auch keine Argumentation. Und das ist für viele Menschen so dicht beieinander, dass sie in einem Gespräch sehr schnell in diese Diskussion fallen. Mhm. Und diese Diskussion, da steckt auch das Wort Dis bzw. Dia drin, und das hat auch eine Bedeutung, die immer etwas auf Trennung hinweist. Und eine Diskussion führt immer, häufig jedenfalls, nicht immer, aber sehr häufig, zu einer einseitigen energetischen, zu einem energetischen Fluss. Und das ganze System, in dem wir uns befinden, ist so aufgebaut, dass die Diskussion dem System immer mehr nützt als dem Diskutierenden. Ja. Es gibt verschiedene Wege, das ist in der Tat richtig. Jeder muss seinen Weg finden. Ja. Und alle diejenigen, die auf der Suche sind und selber noch vielleicht mit vielen Ideen motiviert, erst einmal die üblichen Fehler begehen, oder das ist das, was dir noch fehlt, was du noch tun musst, die führen aber durch ihre Aktionen trotzdem auch dazu, dass auf der anderen Seite die Reibung entsteht, die entsteht muss, damit dort auch was sich verändert. Und eines wollte ich noch sagen zu dem, was du eben zusammengefasst hast, ist es auch sehr wichtig, dass wir verstehen, wem ich was sagen kann. Mhm. Und dass es viele Menschen gibt, die nicht wissen, wovon du sprichst und die dann in eine Position gedrängt werden, in der sie wirklich auch automatisch allein durch ihre Position, die sie einnehmen, gar keine andere Möglichkeit haben, als die Handlung durchzuführen, die du eigentlich vermeiden möchtest. Ja. Also mit anderen Worten, der falsche Gesprächspartner, der bringt dir nichts, wenn du Fragen hast, die er nicht beantworten kann. Ja. Und Fragen, das meine ich symbolisch, denn in letzter Konsequenz kann man alle Informationen bekommen, wenn man die richtigen Fragen an der richtigen Stelle stellt und im richtigen Umfeld und das auf ehrenhafte Art und Weise tut, dann kriegt man die Antworten. Also mit anderen Worten, wir sind in so einer Art irrwitzigen Spiel, ja. In dem wir durchaus auch immer wieder kleine Gegenstände finden, die wir dann benutzen können, um in diesem Spiel an anderer Stelle mit diesem Gegenstand eine Tür zu öffnen. Und das ist schon sehr spannend. Und aber trotzdem erkennen, dass es ein Spiel ist und vielleicht auch mal. Und manchmal gehen wir auch raus und sagen, komm, jetzt nehme ich mir eine Auszeit oder ich betrachte vielleicht sogar einmal die Möglichkeit, ganz aus dem Spiel auszusteigen. Aber ich muss dem Spiel nicht fliehen. Denn das ist das, was viele Menschen sich wünschen. Und das ist etwas, das ich für keine gute Idee halte. Denn die Flucht ist nicht die, die Position, die wir jetzt einzunehmen haben, sondern wir müssen im Gegenteil stabil stehen und uns mit dem auseinandersetzen, was kommt. Und ähnlich wie in einem Traum, wo der Riese zunächst einmal unglaublich groß erscheint, wird er immer kleiner, wenn wir uns ihm nähern. Und ich kann eines sagen, und das sage ich in aller Deutlichkeit, jeder Einzelne, der weiß, wer er ist, hat eine unendlich viel stärkere Position als jeder andere, der sich mit seiner Stärke nur auf etwas beruht, das nicht in ihm ist und das ihm, so glaubt er, gegeben worden ist und Stärke verleiht und in Wahrheit überhaupt nichts in dieser Form in ihm tatsächlich an Potenzial ermöglicht hat. Es ist etwas, das sehr ihm nicht zu eigen ist, sondern dass er verliert, wenn die Illusion zerstört wird. Und dann bleibt nichts übrig als ein kleines Häuflein. Und das ist das, was viele auch schon spüren. Und das macht sie natürlich auch wütend. Und ein wütender Mensch ist immer ein gefährlicher Mensch. Und auf unserer Seite eben, dass wir erkennen, dass wir viel größer sind als das, was wir denken, was wir sind vor Gericht oder vom Finanzamt. Wir haben da ja eigentlich immer, sind da immer so klein und tut. Aber wenn wir eben erkennen, dass wir auf einer geistigen Ebene vielleicht eine ganz andere Kraft haben, dann können wir auch ganz anders auftreten und müssen nicht mehr mit dieser Angstrolle und dieser Opferrolle uns begnügen, sondern treten anders auf und dadurch passiert eben etwas, was wahrscheinlich jetzt im Moment an sehr vielen Stellen passiert, dass die einfachen Leute nicht mehr alles mit sich machen lassen und auch eben ihre Position einnehmen. Wir haben oft darüber gesprochen, den Raum einnehmen, die wahre Essenz dessen, was ich bin, zu erkennen. Ja. Und die ist viel größer möglicherweise, als was ich denke, was ich bin. Und wenn ich das erkenne,
dann ändern sich die Dinge um mich herum auch. Wir hatten ja vorhin dieses Beispiel mit diesen Mänteln. Ja. Und wenn wir diese Mäntel vielleicht eher als etwas verstehen, das wirklich zu einem Teil von uns wird, fast vielleicht sogar wie eine Rüstung. Und jetzt kommt sozusagen die Situation auf dich zu in deinem Leben, die eine Antwort verlangt, also Verantwortung verlangt. Mhm. Ein Soldat bekommt irgendeinen Befehl, der ihm zutiefst widerstrebt. Und dann stellt sich die Frage, wer bestimmt jetzt die Antwort? Ist das dieser Mantel und dieses Korsett, das über Jahrzehnte beispielsweise durch das Militär aufgebaut worden ist und dem du ja auch zugestimmt hast? Ja. Denn du hast ja diesen Mantel auch angezogen und hast deinen Anteil an Energie auch mit hineingebracht. Oder kannst du diesen Mantel vielleicht nicht im Moment, aber mittelfristig dann zur Seite stellen? Und dann wird das nächste Mal deine Antwort anders ausfallen. Vielleicht schon allein dadurch, dass du jetzt ein Zivilist bist und dass du vielleicht um diese Dinge weißt und einfach nicht mehr so funktionierst. Und im Laufe unseres Lebens ziehen wir immer mehr einerseits an auf dem ersten Teil des Lebens und dann ziehen wir immer mehr aus. Und jetzt wird jeder Einzelne gefragt, immer wieder jeden Tag, wie ist deine Antwort? Und diese Antwort wird zum Teil durch besagten Mantel oder Rüstung bestimmt. Und alles, was wir loslassen, macht uns authentischer. Und authentische Menschen sind der Horror des Systems. Ja. Denn sie sind genau das, was man nicht möchte. Sie sind authentisch, sie sind nicht verdreht. Diese Menschen, die wir heute vorfinden in diesem System, sind und müssen für das System so verdreht sein, dass sie den Ideologien des Systems folgen. Denn sonst wäre das System sofort zerstört. Und damit sehen wir, wir sind die Energielieferanten. Und so vielleicht, das passt gerade so schön, ein anderes schönes Bild, wir sind die Flamme der Kerze. Und das System ist der Schatten. Mhm. Und das System kann niemals über die Flamme herrschen. Der Schatten kann nicht über die Flamme herrschen. Er kann vielleicht die Flamme hypnotisieren und ihr sagen, sie würde verschwinden, wenn er, der Schatten, verschwindet. Aber in Wahrheit ist das nicht der Fall. Wir müssen wirklich uns bewusst werden, wir sind, und das meine ich auf allen Ebenen, zu 100% sehr genau, so wie ich es sage, wir sind die Energielieferanten des Systems. Zu 100%. Und wenn wir diese Energie bereitwillig geben wollen, dann ist das vielleicht in einer Phase, in der wir wieder das System zurückbringen auf das, was es sein sollte, nämlich etwas, das uns allen nützt, in einer wunderbaren Position der Großzügigkeit zu sagen, ja, ich bin bereit, Energie zu geben, wenn die Dinge so funktionieren, wie es eben auch wirklich gewünscht ist und wie es der Natur entspricht und wie es dem Leben entspricht. Und dazu brauche ich keine Menschen, die mir erklären, auf welche Art die Energie hier kontrolliert wird, um dann immer mehr Elend zu erzeugen, was uns umgibt und was dann im besten Falle verspricht, die Probleme zu lösen, die man geradewegs jetzt geschaffen hat. Also absurder geht's nicht. So ist es. Ja, wir waren bei den Wahlen und bei den Ideologien. Du hast eben aufgezeigt, wie da bekämpft wird. Einerseits die eine neue Partei, die Alternative, eben als schändlich dargestellt wird und teilweise ja ganz offen gesagt wird, jetzt sitzen Nazis im Bundestag. Was ja Quatsch ist, denn die anderen Parteien, hat mal jemand geguckt, die hatten alle Altnazis sozusagen in ihren Reihen, während die AfD sozusagen die einzige ist, die keine Altnazis in ihren Reihen hat. Aber man stellt es genau andersrum dar, eben um diese Ideologien zu bewahren. Naja, dazu braucht es in allererster Linie erstmal einen Begriff, der so verwendet wird, dass er nicht wirklich mehr definiert werden muss. Ja. Und was ist denn nun ein Nazi? Wir bräuchten ja in einer solchen Form zunächst mal eine klare Definition. Und ich erinnere mich, dass es Menschen gibt, die sagen, jemand, der aus der NATO austreten will, ist ein Nazi. Oder jemand, der dies oder das ist. Wir müssen ganz leicht verstehen, was ein Nazi ist. Und da gibt es eine ganz einfache Definition. Das ist die meine. Ein Nazi ist immer jemand, der nicht links ist. Jemand, der nicht links ist, der muss natürlich rechts sein. Also mit anderen Worten, wenn du nicht wirklich der linken Ideologie anhängst, dann stehst du außerhalb dieser Ideologie und dann kannst du zwingend musst du ein Nazi sein, denn wärst du zumindest neutral, dann würdest du natürlich ein Verständnis haben für die Überlegenheit der linken Ideologie und würdest ihr zumindest grundsätzlich zustimmen. Das ist die Grundlage, die alle
die sich abgrenzen, automatisch in eine Schublade bringt. Das Interessante ist natürlich hier dieser Begriff Nazi, denn wir wissen ja alle, Nationalsozialisten waren zum einen Linke. Na, so, ja. Und alles, was im Dritten Reich getan worden ist, ist zutiefst sozialistisch. Mhm. Ob das die Hitlerjugend ist, ja. Ob das die Strukturen sind, die aufgebaut worden sind, die ganzen starken Eingriffe, die Sozialfürsorge zum Beispiel, ist etwas, was die Nazis eingeführt haben. Wenn wir Nazis gleich Nationalsozialisten einmal setzen wollen, was für viele Menschen auch die Definition ist. Ja. Ich weiß es nicht, denn ich habe mir diesen Begriff weder ausgedacht, noch habe ich wirklich bisher eine echte Definition gefunden. Und wir müssen vorsichtig sein mit Begriffen, die wir alle verwenden, und jeder versteht etwas anderes. Und da entsteht ein unglaubliches Missverständnis, wie bei den Reichsbürgern, ja. Wie bei den Rechten, aber wie bei den Linken. So werden die Ideologien ja im Grunde gefestigt, mit Begriffen, die im Grunde nicht mehr genau definiert sind, wo aber jeder zu wissen meint, dass die böse sind, also ein Antisemit ist schlecht, ein Nazi ist schlecht, ein Reichsbürger ist böse, das weiß man einfach, obwohl man es, wenn man die Begriffe anschaut, sie nicht wirklich klar definiert sind, sondern es ist eine Schublade, wo man einfach sagt, in die Schublade packen wir alles rein, was nicht unseren Ideologien entspricht. Und das Schöne ist, oder das Interessante, das hat sich ja gewandelt über die Jahrzehnte. Es waren ja Zeiten, wo man gesagt hat, die Linken sind die, geh doch rüber in die Sowjetunion. Da hat man gesagt, das sind die Bösen sozusagen. Und das hat sich im Laufe der Zeit aber so gedreht, dass jetzt quasi das andere, ja, die andere Seite stärker ist in den Ideologien. Offenbar. Und ich wollte auf ein paar Beispiele hinweisen. Erlaube mir vielleicht, bevor wir das tun, nochmal einen grundsätzlichen Hinweis. Wenn du dir eine Batterie vorstellst, dann fließt nur Strom, wenn beide Pole angeschlossen sind. Wenn ich mich auf einen Pol versteife und sage, ganz klar, der gute Pol muss der Pluspol sein, und man sieht es ganz deutlich, der Minuspol, diese Negativität, dann führt es einfach dazu, dass gar kein Strom mehr fließt. Ja. Und das Zusammenspiel unterschiedlicher Strömungen kann dann im besten Falle wirklich durch ein grundsätzliches, wesentliches Interesse an der Wahrheit, ganz unbeeinflusst von der ideologischen Ausrichtung, wirklich auf das immer schauen, was von Bedeutung ist und was wahr ist. Wenn ich aber auf einen Pol schaue, dann muss der zwingend, schon allein weil er einseitig ist, immer unwahr sein. Ja. Und somit werden die Linken, die in diese Schublade gesteckt werden, genauso genutzt und genauso missbraucht und genauso konditioniert wie diejenigen, die ganz bewusst als rechte Gruppe genauso aufgebaut werden, um ein Auffangbecken zu bilden für bestimmte Strömungen. Was aber den Unterschied ausmacht zwischen diesen beiden Richtungen ist, dass die gute Seite immer die Vorgabe mitliefert, in welchen gedanklichen Konzepten man sich bewegen darf. Das ist der eine Hinweis, wogegen die böse Seite immer aufzeigt, in welchen gedanklichen Konzepten man sich nicht bewegen darf. Und das ist für jeden, der sich um Aufklärung bemüht, ein guter Hinweis, um sofort zu erkennen, an welchen Stellen darf ich mich nicht aufhalten. Wen darf ich nicht kritisieren? Wo darf ich nicht hinschauen? Und dort, naja, das ist keine Überraschung, dort finde ich natürlich die Dinge, die verborgen bleiben sollen. Hinter den verschlossenen Türen, vor denen man zum Beispiel auch ein Schild schreibt, gefährlich. Für die Gesundheit oder gefährlich für den Verstand oder. Und jemand, der dann dennoch da durchgeht, das muss ein Terrorist, ein Radikaler, zumindest aber Joe, ein Nazi sein. Ja, früher war es eben andersrum, da gab es die RAF und dann gab es irgendwann Stammheim und dann haben ja einige sich da das Leben genommen. Neulich gab es nochmal angeblich das Leben genommen, einen Tatort, der das aufgegriffen hat. Alte Themen, wo eben die Linken offenbar oder beschuldigt wurden, Terroranschläge zu begehen. Und es wird eben gesagt, die dritte Generation der RAF, das waren Geheimdienste, die einfach Leute beseitigt haben, wie Herrhausen und Rohwedder, und das dann den Linken RAF dann in die Schuhe geschoben haben. Und heute macht man es mit der NSU und vielleicht mit den, wie auch immer. Also es sind immer sehr viele Interessen dahinter, die versuchen, mit diesen Ideologien zu spielen und in bestimmte Schubladen eben das Böse
zu stecken. Und heute klafft das eben so weit auseinander. Und ich wollte. Ja, ich will dich nicht unkommentiert lassen, Joe, weil ich es ein ganzes Stückchen weiter noch anders sehe. Das, was du gerade sagst, ist natürlich zweifellos richtig. Ich erinnere mich noch, als ich als Kind zur Post bin, dass da diese RAF-Suchbilder hingen. Das waren Schwarz-Weiß-Bilder einer grausigen Qualität. Und nur, wir erleben in dieser Zeit ganz stark die Konditionierung des Verwaltungssystems in linke Richtung. 68er-Bewegung, Frankfurter Schule, alles, was dazu kommt. Und dieser Kampf gegen links ist nichts anderes als auch eine Inszenierung, ein Act. Denn während dieses sogenannten Kampfes hat man das, was wir heute vorfinden an linken Strukturen, im Übermaß ausgebaut und vor allen Dingen in die Köpfe gebracht. Ich denke nur an die Gesamtschulen, die aus dieser Zeit sind. Übrigens alles Konzeptionen, die auch in den USA genauso eins zu eins umgesetzt sind und die dort natürlich unter einer ganz anderen Überschrift präsentiert werden. Denn die USA oder die Amerikaner, wie sie sich selber nennen, empfinden sich natürlich mitnichten als Sozialisten. Aber es sind sie. Ja. Es sind sie. Und die Basis dafür, Joe, lass mich das bitte noch sagen, es sind viele Informationen in dieser Sendung, viele zwischen den Zeilen. Ja. Die Basis für dieses System der Verwaltung, die Basis für die Legitimation dieses Systems liegt zum einen auch in der sogenannten Sozialversorgung. Der Staat übernimmt die Rolle des Mannes, der normalerweise verantwortlich ist für seine Familie. Das macht dem Staat überhaupt die Tür auf. Zum Beispiel auch die Fürsorge bei den Kindern und bei den eben entsprechenden verwalteten Strukturen so durchzusetzen, wie er es tut. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nicht mehr viele Männer. Und man hat ein solches soziales System, das von Hitler bereits vorbereitet war, wunderbar nutzen können. Und wenn du deine Füße, mein lieber Joe, unter meinen Tisch stellst und mein Brot frisst, dann musst du mein Lied auch singen. Ja. Und in den 70er Jahren hat dieses System hier Hunderttausende von weiteren Beamten eingestellt, die natürlich besonders laut singen müssen, denn die beziehen ihr Brot im doppelten Sinne vom System. Also das der Hinweis. Genauso natürlich die sogenannten Hartz-Empfänger, die Brot überhaupt nur bekommen, wenn sie alle ihre Rechte aufgeben und sie gegen billige Privilegien tauschen. Das ist das, was wir sehen. Und da müssen wir drauf achten. Erlaube mir, Joe, noch ganz kurz einen letzten Hinweis. Am Wochenende ist doch in der Schweiz dieses Treffen bezüglich der Kindesthemen, das hatten wir schon mal angesprochen, in Schaan, in Liechtenstein. Ja. Jetzt sind es nur noch wenige Tage. Vielleicht hat der eine oder andere noch Interesse, sich ins Auto zu setzen. Monte Veritas, Verein Monte Veritasum herum, .ch findet man es. Und es ist eine gute Sache. Es kommen eben unter anderem auch jemand vom Jugendamt, der darüber spricht, wie das funktioniert. Mhm. Und deswegen bin ich beseelt, das noch unterzubringen in der Sendung. Ich habe dort kein weiteres Interesse kommerzieller Natur, aber es ist ein wichtiges Thema. Ja. Und das ganze System funktioniert nur auf Basis der Zustimmung. Und das Sozialsystem, das ist in den USA das System. Die USA, Amerika ist ein zutiefst sozialistisches System. Ja, das ist eben in den Polen sehen wir, wie da gespalten wird. Und das dürfen wir nicht mitmachen. Die Wahrheit ist sozusagen, es gehört beides zusammen. Ich wollte eigentlich, hast du noch über die Wahl? Passt so gut. Ja, bitte. Guck mal. Oben die Überschrift. EU, unabhängiges Katalonien wird vom abgeschnitten. Das ist ja, jetzt gibt es keine Kohle mehr für die bösen abgeschnittenen Aufmüpfigen. So macht man's, ne? Da haben wir wieder das Beispiel, passt auch wieder sehr schön. Ja. Und wir sehen, ich habe schon so häufig gesagt, diese Vorstellung der konkurrierenden Länder um bestimmte Vormachtstellung. Das ist eine Show. Es gibt eine Einheit, die dahinter steht. Und das ist in Einigkeit. Und alle Systeme funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Und ich habe es schon erwähnt, alle Schulpläne auf der Welt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, weniger als eine Handvoll, alle Schulpläne auf der Welt werden nach einem gemeinsam verabschiedeten Prinzip aufgebaut. Ob in Japan, in Russland, in China, in den USA, in Mexiko. Warum gibt es diese große Einigkeit und warum wird uns auf der anderen Seite so dieses Machtspiel der Nationen und der Staaten und der Länder präsentiert, damit wir nicht merken, dass wir im Grunde genommen nur in verschiedenen Regionen
und in verschiedenen Verwaltungskonstrukten immer dem gleichen Prinzip unterworfen sind. Denn dann würden wir anfangen, über diese Strukturen hinaus zu gucken und das dahinterliegende Prinzip zu suchen. Ja, das sollen nur die suchen können und nur die finden, die wirklich über diese Grenze hinausschauen. Und im Moment kriegen wir viele Impulse. Ein Impuls ist, dass ich das sage, dass wir einfach anfangen, das zu hinterfragen. Viele sind noch in diesen Strukturen und halten sich darin auf. Du hast das ja mit Katalonien jetzt angesprochen. Das sieht ja erstmal, denk mal, aha, die wollen unabhängig sein von einem größeren System. Jetzt gibt's das in Italien mit Venetien und Lombardei war das, glaube ich. Ne? Tirol Sizilien, ist ja auch immer. Selbst Sizilien ist nicht gerne in Italien. Mailand, also mit all seinen. In Amerika gibt's auch viele Bestrebungen, haben wir auch schon angesprochen. Jetzt bei Katalonien, dann wurde gesagt auf einmal, das wurde auch gesteuert, diese Trennungsbewegung, angeblich von Soros. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das heißt, es gibt einerseits Bewegungen oder die Bestrebung, alles zu vereinen. Andererseits gibt es wieder Bestrebungen, noch überall zu spalten. Ist das ein gemeinsames, eine gemeinsame Stoßrichtung? Ja. Also es ist ja scheinbar widersprüchlich. Scheinbar, ganz genau. Ja. Genau. In dem Fall wirklich scheinbar zum Schein. Und es ist bewusst zum Schein so aufgebaut, dass wir das Gefühl haben, dass hier Kräfte gegeneinander kämpfen, genauso wie ich es eben gesagt habe, in der Vormachtstellung der Staaten. Mhm. Denn das hält uns an bestimmten Stellen auf der Bühne gefangen mit unserer Aufmerksamkeit. Und wir können auch diesen Widerspruch nicht auflösen nach unserem Verständnis. Aber er wird ganz leicht auflösbar, wenn man an das denkt, was ich vorhin gesagt habe. Man braucht immer beide Pole. Ja. Sonst fließt keine Energie. Wenn ich hier Energie haben möchte, dann muss ich, wenn ich aufhetze, beide Gruppen aufhetzen. Aber ich muss natürlich erstmal eine Gruppe schlechter stellen, damit ich der anderen überhaupt genügend Energie geben kann, um zum Beispiel hier auf gleichem Niveau einen wunderbaren Konflikt entstehen zu lassen. Es nützt nichts, wenn ich eine kleine Gruppe habe, die beispielsweise dafür eingesetzt wird, die keinerlei Bedeutung hat. Ich muss diese Gruppe erst so groß werden lassen und in dieser Phase muss ich die andere Gruppe unterdrücken, bis die so stark ist. Aber ich kann schon ein bisschen so Stimmung für Stimmung sorgen. Das ist Sauerei, was die machen. Mhm. Und das ist das, was hier passiert. Die Stimmung wird aufgeheizt. Auch in den USA werden beide Richtungen unterstützt. Beide Richtungen werden gebraucht. Auch dafür braucht es einen Trump, der ein Vertreter der anderen Richtung ist. Mhm. Damit sage ich nicht, dass der Trump nicht der Sache sehr dienlich ist, die wir uns alle wünschen. Er ist eine Figur. Ja. Und diese Figur in einem Traum. Und in diesem Traum braucht man die Figur, damit das geschehen kann, was im Traum geschehen muss, damit am Ende das Aufwachen steht. Jeder Traum endet mit dem Aufwachen. Wir sind ziemlich von auf andere Wege gekommen. Ja, aber schöne Sendung heute. Ja, sehr interessant. Ne? Hattest du noch was zur Wahl? Sonst wollte ich so ein bisschen auf ein die Thema Buchmesse. Noch. Ja. Ein letztes. Okay. Ganz kurz, Jamaika-Koalition einigt sich auf Grundzüge der Finanzpolitik. Ich habe es vorhin schon gesagt, es ist kein Konflikt. Im Gegenteil, es ist Wunsch. So das ist genau so, wie man es will. Jeder andere Politiker wäre ja zurückgetreten mit dem Wahlergebnis, aber Merkel natürlich nicht. Es wird einfach so weitergemacht. Es spielt keine Rolle. Es wird auch die Position von Frau Merkel nicht intern in den Strukturen in Frage gestellt, in denen sie im Moment vermutlich noch gebraucht wird. Mhm. Und ich habe schon gesagt, dieses Team Macron und Merkel, das ist das Wunschteam. Ja. Und die SPD ist Opposition. Ja, und die sind natürlich EU-Verfechter, weil sie schon in ihrer ganzen Ausdrucksformen eben einen übergeordneten Überstaat, der ein sozialistisches System ausdrückt, in ihren ganzen Grundideologien in sich tragen. Naja, das ist die Opposition. Ein wichtiger Hinweis, weil wir über die EU sprechen, Macron und Merkel, die ja zugestimmt hat, da muss man es mal sagen, dass eigentlich ein EU-Bundesstaat für Deutschland nach dem Grundgesetz gar nicht möglich ist. Das heißt, was die da vorhaben, das widerspricht auch den eigenen Gesetzen. Das Grundgesetz ermächtigt die für Deutschland handelnden Organe nicht, durch einen Eintritt in einen Bundesstaat das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes in Gestalt der völkerrechtlichen Souveränität Deutschlands aufzugeben. Dieser Schritt ist wegen der mit ihm verbundenen unwiderruflichen Souveränitätsübertragung auf ein neues Legitimationssubjekt allein dem unmittelbar erklärten Willen des deutschen Volkes vorbehalten. Das steht, hat das Bundesverfassungsgericht dargestellt im Lissabon-Urteil. Aber es zeigt, dass die etwas vorhaben, eben Deutschland auch aufzulösen in der EU, weil sie nur so ihre Strukturen aufrechterhalten können. Naja, sie dürften es gar nicht. Naja, das ist ja im Grunde genommen
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es gibt so viele Aspekte dabei. Also ein Aspekt ist natürlich, das ist nicht das Erste, wäre, was man im Grundgesetz verändert. Ja, das stimmt. Und das Grundgesetz hat einen ganz wichtigen Paragraphen gehabt, der komplett verändert worden ist, der 23. Ja. Und es gibt überhaupt keine Not, hier irgendetwas einfach nicht zu tun, weil es spielt gar keine Rolle. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, überhaupt nicht, nicht im geringsten. Ich meine, wir sehen, was Frau Merkel tut. Ja. Es spielt keine Rolle, es spielt nur eine Rolle für die, die daran glauben. Naja, und dem muss man halt dann erklären, warum das an dem Fall ein bisschen anders ist, dann glauben sie was anderes. Es spielt keine Rolle. Viel wichtiger ist aber, dass diese Struktur, die man jetzt aufbauen möchte, eben eine Struktur ist, die in letzter Konsequenz alles in die Öffentlichkeit trägt. Und diese Öffentlichkeit wirklich auch über alle Grenzen hinweg versucht, auf alles Einfluss zu nehmen. Und damit müssen die Besonderheiten, die zum Teil durch alte Verträge, durch alte Vereinbarungen immer noch sichtbar sind, die müssen verschwinden. Es gibt zwei große Grundtricks oder man könnte sagen Grundwerkzeuge, ist vielleicht der bessere Begriff, Werkzeuge, mit denen das System arbeitet, unter anderem. Das eine ist der Glaube. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Werkzeug. Das andere Werkzeug ist, die Dinge zu verstecken und in die Vergessenheit zu bringen, die man nicht mehr haben will. Täuschung. In diesen Täuschung, ja, aber vor allen Dingen auch in die Vergessenheit bringen. Ja, okay. Das ist ganz wichtig. Und das tut man jetzt. Man lässt schnell so viel wie möglich verschwinden von dem, was noch einen Bezug hat zum Substanzbasierten. Ja. Das muss weg sein. Also mit anderen Worten, da, wo man noch die Kerze sieht. Es ist eine Schattenparty. Und das, was man sich wünscht, ist, dass man von der Kerze nur noch als eine überholte Fantasie spricht. Aber geht die Kerze aus, ist oder vorbei. Oder von der Kerze nur noch von dem Wachsding, aber nicht mehr von dem der Flamme. Ja. Da passt es schön, weil wir eben auch über diese Ideologien gesprochen haben und dass in der Öffentlichkeit ist, dass hier sehr viel im Moment zensiert wird. Das heißt, eine Insiderin aus dem Löschzentrum bei Facebook hat ausgepackt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja, ich habe es eigentlich auch, glaube ich, gelesen. Ja, laut Grundgesetz das Recht auf seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern. Das, eine Zensur findet nicht statt, inzwischen aber doch sehr eindeutig. Da werden also junge Menschen gesucht, die dann zu einem Vorstellungsgespräch kommen. Dann redet man so ein bisschen, wie die Ansichten sind. Was halten sie denn von Trump und von der Pegida? Ja, die sind alle ganz furchtbar und so. Ah ja, dann kommt man weiter und dann ist man nachher in so einem Zensurzentrum oder Löschzentrum, wo man bei Facebook eben einfach aus Überzeugung, also sie sagte auch, es war ihr erst so vorgekommen, als würde sie etwas Gutes tun, wenn sie Hassnachrichten von Nazis löschen würde. Dann hatte sie aber gemerkt, im Grunde lesen sie gar nicht mehr wirklich durch. Also sie sind so unter Zeitdruck, dass sie löschen müssen und eine bestimmte Quote dann auch erfüllen müssen. Und dass es gar nicht mehr darum geht, dass man wirklich noch wirkliche, was immer Hassbotschaften sein sollen, löscht oder bestimmte politische Richtungen. Aber es geht um eine einseitige Zensur, die jetzt da bei Facebook und anderswo um sich greift und die überall sichtbar wird. Ja. Und die Frau hat das eben deutlich gesagt, es geht um, wir haben keine Meinungsfreiheit mehr. Es wird eingegangen. Das haben wir wieder einen Punkt, an dem das eigene Verständnis in seinen unterschiedlichen Entwicklungsstufen sichtbar wird. Also zunächst einmal, als sie sich da beworben hat, ist ja schon etwas passiert, das dir oder mir gar nicht passieren würde. Ich würde mich dort nicht nur nicht bewerben, sondern ich würde wirklich auf alles verzichten. Aber es war nicht klar, dass es ein Facebook-Löschzentrum ist. Okay, gut. Ich meine nur, zu irgendeinem Zeitpunkt kommt es natürlich zu diesem Punkt. Ja. Und bei ihr hat sich das jetzt eben entwickelt und sie hat diese Dinge erkannt. Und das ist doch wunderbar. Ja. Und man kann einem Erstklässler nicht vorwerfen, dass er noch nicht sein Abi macht, sondern der hat diese wunderbare Möglichkeit, jetzt Dinge zu lernen. Das und ich Potenzial, sehe jetzt einfach mal die Schule nicht in dieser Form, in der sie uns begegnet, sondern als ein Beispiel dafür, dass ihm eben Neues auch beigebracht wird, in einem Sinne, dass es ihm hilfreich ist. Und das ist eben hier das, was geschieht. Und nach sieht sie das heute anders. Und in wenigen Wochen wird sie vielleicht sagen, naja, selbst wenn diese Dinge vielleicht wirklich nicht in Ordnung wären, wer gibt mir denn überhaupt ein Recht, die Meinung eines anderen A zu beurteilen
und B, dann entsprechend sogar noch diese Meinung ja, herauszulöschen. Und jetzt kommt wieder der Punkt, dieses Recht, das habe ich einfach nicht. Und dieses Recht kann mir nur jemand geben, der dieses Recht hat. Und bei Facebook haben die das natürlich, weil die haben eine Plattform, die natürlich von ihnen zur Verfügung gestellt wird und in der sie auch bestimmen können, letztendlich, was dort gepostet wird. Und da kann ich mich nicht wundern, wenn ich dort eben keine Meinungsfreiheit habe, sondern wenn ich irgendwo eingeladen bin, keine Ahnung, bei einem Moslem, da muss ich damit rechnen, gibt es eben kein Schwein und kein Alkohol. Mhm. Und dann ist das eben so. Und wenn ich bei einem Christen bin, keine Ahnung, dann gibt es eben andere Dinge zu essen. Und wenn ich bei Facebook bin, dann ist das deren System. Ja. Also von daher muss man eines auch ganz klar sagen. Wir müssen akzeptieren, dass wir selber eben doch sehr viel zugestimmt haben und uns jetzt nicht ein Recht einfach genommen wird, sondern uns wird ein Privileg genommen in einem Umfeld, in dem eben bestimmte Strukturen vorbereitet werden. Und das muss uns bewusst machen, ich betrete ein Spielfeld. Mhm. Und vielleicht kenne ich die Regeln gar nicht. Ich mache das so wie üblich, mache ein Häkchen bei den AGB und drücke dann auf Weiter und dann wundere ich mich und beschwere mich. Das ist auch wieder ein typisches kindliches Verhalten. Und damit will ich nochmal deutlich sagen, fangt an, euch mit den Spielregeln zu beschäftigen. Und dann muss ich überlegen, spiele ich bei diesen Regeln überhaupt noch mit? Mhm. Oder auf welche Art spiele ich mit? Und was mache ich vielleicht nicht mehr? Und dann kommst du in diesen Entwicklungsprozess des Erwachsenen. Und das geschieht auf die unterschiedlichste Art so und auf anderem Wege. Interessant. Ähnlich war es auf der Buchmesse. Da geht es ja auch darum, dass es eigentlich Bücher verschiedene Themen darstellen und es eine weite Palette ist. Mhm. Nun hat sich da eben auch gezeigt, dass nicht jede Meinung da beliebt ist. Es gab Zerstörungen, Verwüstungen von Ständen, die man als rechts ansieht. Die wurden komplett zerstört und Bücher und Infomaterialien abgeräumt. Es gab ja verschiedene Darstellungen auch von Situationen, wo offenbar es Prügeleien gab und da sagt man ja, die Nazis haben jetzt hier jemanden verprügelt, aber dabei war es ganz anders, es waren Sicherheitsbeamter von der Buchmesse und so weiter. Gibt's also ganz unterschiedliche Darstellungen und irgendwann hat auch jemand gesagt, was läuft hier eigentlich auf der Buchmesse? Eigentlich kann es so nicht sein. Wir können nicht anfangen, jetzt auf der Buchmesse anzufangen, bestimmte Verlage zu zensieren und zu zerstören. Bücher sind eigentlich das, wo sich unterschiedliche Ansichten auch ausdrücken müssen. Ja. Also es ist ein weites Feld, das ist jetzt die Kurzfassung. Also wenn man da einige Videos anguckt, dann ging es da schon ziemlich heftig her. Ja. Eben dieser Hass drückt sich aus, der geschürt wird. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns eben nicht in diese Trennung hineinziehen lassen, sondern dass wir unseren Platz einnehmen. Ja, die ist gewollt. Ja, was hier natürlich besonders auffällig ist, ist der unglaubliche Widerspruch zur eigenen, nach außen hingetragenen Ideologie, in dem beispielsweise eben immer wieder darauf hingewiesen worden ist, von den sogenannten Linken, ich benutze jetzt einfach auch diesen Begriff, um einfacher verstanden zu werden, die dann eben sagen, im Dritten Reich gab es eben keine Meinungsfreiheit. Im Dritten Reich wurden die Menschen unterdrückt. Im Dritten Reich wurden Bücher verbrannt. Und jetzt genau diese Dinge von diesen Gruppierungen, so wie es aussieht, so wie es sich darstellt, durchgeführt werden. Hierzu möchte ich allerdings zum einen sagen, dass es natürlich Menschen gibt, die wirklich so verdreht sind. Ja. Und die einfach sagen, naja, hier muss mit zweierlei Maß gemessen werden, denn wir sind ja die Guten. Und diese Art der Sichtweise, die finden wir natürlich, man könnte sagen, quasi auch als Basiseigenschaft für bestimmte Positionen. Sonst könntest du die nicht einnehmen. Also bestimmte Dinge könntest du nicht tun, wenn du nicht beispielsweise als Soldat sagst, wir dienen der guten Sache. Und wir sind deswegen auch, haben das Recht, und das Recht hat uns Gott gegeben, darauf geht es in der Regel immer zurück, andere Menschen totzuschießen. Wir sind die Guten. Und weil wir die Guten sind. Und im Kleinen sehen wir das eben hier. Hier sehen wir halt diesen bedeutlichen Unterschied deswegen so schön, weil die Linken natürlich in ihrer nach außen vorgetragenen Ideologie damit im totalen Widerspruch stehen. Ja. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass auch dieser Hass wirklich von bezahlten Menschen verursacht wird, die genau diese entsprechende Spannung erzeugen sollen. Das ist sehr schwer, das einzuschätzen, aber das gab es schon immer, das gibt es immer noch. Und die Buchmesse ist natürlich in gewisser Weise ein gutes Beispiel dafür, aber wir dürfen nicht vergessen,
dass es diese Art von Zensur bei den Büchern schon sehr lange gibt. Ja. Also mit anderen Worten, auch Astrid Lindgren ist ja in Schweden schon zensiert worden und da hat sich niemand drum gekümmert. Jetzt kommen wir an einen Punkt, wo es in eine neue Phase geht, wo hier und da der ein oder andere Prominente sich auch erlaubt, etwas zu sagen, beispielsweise Didi Hallervorden als ein Beispiel zu nennen, der jetzt auch die Dinge anprangert, wogegen andere Prominente jetzt ganz deutlich noch einmal ihre Solidarität mit dem System zeigen, beispielsweise Uschi Glas, die so eine wirklich so grauenhafte Reaktion im Umfeld der Wahl nach außen gebracht hat, dass wir sehen, hier geht es wirklich auch um die Funktion als Prominenter, bestimmte Menschen, die hinter denen stehen, auf die gleiche Art und Weise auszurichten. Auf Linie zu bringen. Und das zeigt uns ganz einfach, was wir auch zu halten haben von dem einen oder anderen, der uns hier als eine Art Ideal verkauft wird. Es gibt eine Menge dazu sagen, ein nicht ungefährliches Thema. Aber gerade in Amerika findet man dazu sehr viel Informationen zu Schauspielern, die teilweise wirklich dem System nicht nur dienen, sondern, so könnte man beinahe sagen, sich dort mit Leib und Seele verkauft haben. Ja, ganz deutlich. Ich habe jetzt ein ganz anderes Thema, einen ganz anderen Themenbereich, Joe, den würde ich vielleicht für zwei Meldungen, also gar nicht viel, drei sind es, glaube ich. Mhm. Ja, zweieinhalb, die ich mitgebracht habe. Und das betrifft die Wirtschaft und das System, das uns umgibt, das wirklich auch immer mehr in einen möglichen Crash-Modus hineinkommt. Ja. Ich habe das schon oft gesagt, 2009, 2010 habe ich wirklich einen Crash erwartet, wie viele andere auch. Ja. Und zu dieser Zeit hat man nach außen sehr sich bemüht, eine Normalität erscheinen zu lassen. Oh, das ist Quatsch. Und das ist alles ist stabil und die Situation war sehr angespannt. Jetzt sind wir in einer noch deutlich höher angespannten Situation. Zuzüglich haben wir aber jetzt zu beobachten, dass in den Medien durchaus jetzt auch immer mehr sehr kritische Töne kommen. Und eines habe ich hier mitgebracht, ich möchte vorlesen, das ist aus den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Spekulanten wetten auf Einbruch des Dow Jones. Der Dow Jones ist ja der Aktienindex, der große Aktienindex in den USA, der Hauptwerte. Während professionelle Investoren auf einen Einbruch des Dow Jones Index wetten, legen Privatinvestoren noch mehr Geld nach. Das ist eine interessante Meldung und es ist nicht selten, dass gerade dann, wenn wirklich die große Masse in die Aktien hineingeht, die Profis die Aktien verlassen. Ja. Wenn wir von den Profis sprechen, dann sollten wir vielleicht ganz kurz darüber reden, Joe, wer die Profis sind. Also wenn du heute Nachrichten siehst und heute Abend gibt es eine Bewegung am DAX nach oben oder nach unten, dann wird nicht selten erklärt, dass die Investoren jetzt auf irgendetwas hoffen oder irgendetwas befürchten und haben deswegen in Scharen verlassen. Lieschen Müller stellt sich nun vor, dass die Aktienbesitzer aus irgendeinem Grund an einem Tag durch das morphogenetische Feld möglicherweise alle gleichzeitig angesteckt werden, weil irgendetwas geschieht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die großen Investoren, das sind die großen Fonds, das sind die großen Versicherer und diese folgen wirklich den Geldstrukturen des Systems und nicht umgekehrt. Also mit anderen Worten, das, was hier passiert, ist ein Ausdruck der dahinterliegenden starken energetischen Kräfte und jetzt bleibt es abzuwarten, ob das sich so weiterentwickelt. Dann gibt es ja noch dieses Speed Trading oder wie man das nennt, also wo Computer innerhalb von Sekunden reagieren und kaufen, verkaufen. Das heißt, keiner kann das mehr überhaupt kontrollieren, was da passiert und dann kann eben eine ganz kleine Bewegung ganz schnell auf einmal wie so ein Flügelschlag eines Schmetterlings einen Orkan auslösen, weil das gar nicht mehr kontrolliert werden kann. Aber vielleicht, ich bin davon überzeugt, irgendwo sitzen auch Leute, die auch das noch kontrollieren können, die irgendwo auch in diesen Algorithmen irgendwie eingreifen können und sagen, oh, das können wir jetzt nicht zulassen, das auf einmal. Die versuchen natürlich immer, das System noch am Laufen zu halten und du sagst... Da gibt es auch ein echtes Team dazu, das, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte das gerne noch einschieben, das Plank Protection Team. Mhm, also das ein Absturz Team, verhindern soll. Die eben einen Absturz auch schon verhindert haben. Es gab Eingriffe, das wurde auch zum Teil in die Öffentlichkeit vermeldet. Der man natürlich sagt, hier haben wir aus Sicherheitsgründen natürlich nochmal ein System. Und das beruhigt nicht eben wenige.
Und ich erinnere mich, als es dann wirklich so runterging, 2009, 2010, da haben viele der sogenannten Börsenspezialisten gesagt, ja, die Börsen müssen geschlossen werden für eine Woche, es darf nicht nach unten gehen. Mhm. Und hier sehen wir natürlich auch wieder den Sozialismus in Reinkultur. Also das, was uns auf der einen Seite gerade bei den Aktionären immer begegnet, die starken kapitalistischen Ströme, naja, die spielen auf der anderen Seite in diesem sozialistischen System. Aber sie rufen laut nach den staatlichen Kontrollmechanismen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass diese ganzen Systeme natürlich ohnehin auf sehr tönernen Füßen stehen. Ja. Und dass diese Papiere, die dahinter stehen, in Wahrheit auf nichts anderes basieren als auf Glauben. Ja. Das ist alles, was es ist. Nicht Vertrauen, Glauben. Das ist ein großer Unterschied. Glauben. Und irgendwann wird dieser Glauben erschüttert. Und wir wissen natürlich, dass irgendwann ein Glauben erschüttert werden wird. Und es ist klüger, dass ich den Glauben dann erschüttere, wenn ich die Kontrolle habe. Ja. Und das ist genau das, was passiert. Vielleicht können wir aus dieser Meldung herauslesen, dass man es jetzt langsam schon nach außen zeigt. Denn das wird man tun. Wir werden Hinweise bekommen, gar keine Frage. Es kommt nicht aus einem blauen Himmel herab. Spekulanten wetten auf Einbruch des Dow Jones. Professionelle Investoren schließen Wetten ab, also sogenannte Short-Positionen. Ja, ich denke auch, dass sich das zuspitzt, aber dass es versucht wird, natürlich diese Kräfte da, das zu kontrollieren. Ja, wir haben und viele dazu passt auch die. Okay. Guck mal ganz kurz vielleicht noch, denn das waren, ich habe nicht so viele Wirtschaftsmeldungen, ja. Insgesamt nur 3. Angriff auf den Dollar. Mhm. China könnte bereits in 2 Monaten seine ersten Ölkontrakte in Yuan abrechnen. Ja. Das ist auch ein No-Go gewesen. Und ja. Ich habe schon so früh gesagt, das, was wir jetzt sehen momentan, dass die USA ihre Position verlieren, das haben wir hier angekündigt vor, ich weiß nicht, ja. vor 3, 4, 5 Jahren. Ganz zu Anfang. Ganz zu Anfang. Ziemlich, ja. Die USA haben eine ganz wichtige Rolle gespielt. Mhm. Die USA haben die Rolle, man könnte wirklich sagen, des Gerichtsvollziehers in der Welt gespielt. Mhm. Die sind zuständig fürs Inkasso. Viele große Kriege sind Inkasso-Abläufe. Und das ist natürlich so, dass jemand, der diese Position einnimmt, irgendwann auch mal unbeliebt ist. Und wenn dann dieses starke Kind auf dem Schulhof, das alle anderen verprügelt, irgendwann mal einen Unfall hatte und jetzt mit gebrochenem Arm da ist und vielleicht nie mehr wird gehen können, na viel Spaß. Ja. Das wird kein so schöner Schulabschluss werden, wenn selbst der Kleinste dem Krüppel eins überziehen kann. Ja. Das ist die Position, in die die USA jetzt gebracht werden. Die USA, genauso wie England, die eine große Veränderung bewirken. Und das bringt mich auf die letzte Meldung, Joe. Denn hier heißt es, EU spekuliert darauf, dass die Briten doch nicht austreten. Hochinteressante Meldung ist von heute, beziehungsweise von gestern. Ja. Die EU hält es für denkbar. Denkbar. Ja, denkbar ist vieles. Ja, klar. Das Gehirn kennt kein Schmerzempfinden. Interessanterweise. Der Kopf schon ja. und die Stirn und die Haut und die Nerven darunter, aber das Gehirn selber hat keinen Schmerzempfinden. Man kann alles denken. Und so ist es denkbar, dass die Briten doch nicht austreten werden. In den höchsten EU-Kreisen hält man offenbar ein Szenario für möglich, dass der Brexit trotz des Votums der Briten nicht stattfindet. Also hier sehen wir alleine schon vieles. Einerseits, dass es egal ist, was das Volk will. Ja. Das ist eine ganz wichtige Aussage, die da mitschwingt. Und vor allen Dingen hat man immer noch nicht den Knall gehört. Natürlich zieht man sich zurück, denn mehr als alle anderen wissen die Briten, was sie von der EU zu halten haben. Und sie haben dieses sinkende Schiff nicht nur verlassen, sondern sie haben vorher beim Aufbauen des Schiffes nicht nur mitgeholfen, sondern sie kennen jede Spante, die nicht mehr hält. Also das ist wirklich mehr als naiv. Und ich erinnere mich noch, als ich bei Nuoviso war, und wir am Barcode, in diesem wirklich tollen Format, an der Bar gesessen haben und der Brexit nächste Woche vor der Tür stand oder nicht Brexit. Ja. Und ich der Einzige war, der gesagt hat, natürlich findet er statt. Vielleicht nicht an diesem Tag, aber war ganz garantiert, weil er muss stattfinden. Ich kann nicht als Architekt eines dem Untergang geweihten Schiffes bis zum Schluss draufbleiben. Das geht einfach nicht. Mhm. Wir wissen ja unter anderem, dass der Besitzer der Titanic selber nicht mitgefahren ist. Okay. Weil er verhindert war, er war krank. Ach, so ein Zufall. Hat er Glück gehabt oder wusste was? Naja, er hat aber alle seine Kollegen eingeladen. Und so weiter, ne?
glaube ich. Na, ist ein weißt du, wer Thema. Der Besitzer war der Titanic? Nein. Morgan. Morgan. Ich hatte es auf die Zunge, Bank aber JP Morgan. Ja, okay. Das ist dieser Morgan. Ja. Der hat die Reederei übernommen, der die Titanic gehört hat. Ja. Und er hat alle Banker der damaligen Zeit eingeladen als seine Gäste auf die Jungfernfahrt der Titanic. Ist aber selber nicht mitgefahren. Das Schiff säuft auf so ein Pech. Ich muss irgendwie laufen die Sachen manchmal komisch. Okay. Ja, also das, vielleicht treten sie doch nicht aus. Und hier geht es also um die Euphorie, die da herrscht. Und hier heißt es vielleicht noch wichtig, die Frist für eine Einigung mit der EU endet für Großbritannien Ende März 2019. Das ist natürlich hochpraktisch. Man hat also genügend Zeit, da kann man zuzusehen ja vielleicht noch mal ein Referendum und zu sich nochmal entsprechend, auch immer, wie man es möchte, diese Rechte aufrechtzuerhalten, die man mag. Ja. Und dass man allzu dicht am sogenannten Strudel ist, der da entstehen könnte. Übrigens, im Wald gibt es keinen Strudel, wenn das Schiff untergeht. Aber es gibt Teile im Schiff, die dann mit unglaublichem Druck nach oben schnellen. Hm. Alles, was schwimmt, kommt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit aus der Tiefe zurück und könnte auch diejenigen, die da im Wasser schwimmen, verletzen. Ja, gefährlich. Lass uns ein bisschen über Las Vegas reden, über dieses Shooting. Das war eigentlich das Hauptthema, dachte ich sogar, siehst du? Ja, was war bei mir eigentlich vorne, aber wir haben, glaube ich, trotzdem die Zeit gut rumgebracht. Nein, aber wir haben sie nicht rumgebracht, wir haben, ich denke, wirklich viele tolle Impulse. Auf alle Fälle. Ja, wird nicht jeder was mit anfangen können, aber einige schon. Also, was ist da passiert? Es gibt viele, viele Hinweise darauf, dass natürlich immer wieder alles ganz anders gelaufen ist. Wir brauchen gar nicht ins Detail gehen. Ist schön, dass es sehr viele Videos gibt, aber auch viele Videos, die schon wieder gelöscht sind und verschwinden. Ja. Es gibt eine Frau, die ist umgekommen, wurde tot aufgefunden, die gesagt hat... Lass uns bitte noch mal einen Schritt zurückgehen, Joe. Okay. Bevor wir das machen, sollten wir noch mal ein paar Dinge für diejenigen, die vielleicht gar nicht im Thema sind, zusammenfassen, um die da abzuholen. Vielleicht war jemand im Urlaub, hat es nicht mitbekommen oder wie auch immer. Es gab jedenfalls einen Vorgang in den USA in Las Vegas, wo ein einzelner Schütze, so heißt es, aus einem Hotelfenster, das er mit einem Hammer eingeschlagen haben soll, das Feuer eröffnet haben soll mit einer automatischen Waffe. Ja. Besser gesagt sogar mit mehreren Waffen möglicherweise. Also er hatte angeblich 10 Maschinengewehre er hatte in noch seinem mehr Hotelzimmer. Waffen. Im Auto hatte er dann noch mehr und hat also dort insgesamt, was ist die letzte Zahl? Ich glaube 56 oder 57 also hat von Menschen jedenfalls in getötet eine, und weit über 500 verletzt. Und dann irgendwann einmal ist er natürlich überwältigt und erschossen worden. Und diese nach anderthalb Stunden oder so, das heißt, man fragt sich, wo bleibt... Und diese Meldung, die hat so viele Besonderheiten, das hat mich sogar dazu angeregt, einen eigenen kurzen Podcast zu machen. Ich habe auch eine Sendung zwischendurch gemacht. Und ich habe in diesem Podcast eines gesagt, und wenn das für dich okay ist, dann würde ich das gerne direkt wiederholen. Ja. Für mich ist es ganz klar, wirklich ein ganz großer Teil ist nicht nur eine Inszenierung, sondern eine komplett künstlich aufgebaute Szenerie. Denn viele, viele der Verletzten, die es dort gegeben hat, genauso viel wie das, was im Umfeld geschehen ist, ist einfach vollkommen unerklärlich. Ja. Aber das Erstaunlichste für mich ist wirklich die Symbolik. Und ich habe in meinem Podcast ein Bild verlinkt, ich wollte es heute mitbringen. Und leider ist heute Morgen mein Drucker in den Streik getreten. Ich konnte es nicht mehr ausdrucken. Und das Bild kann aber jeder finden. Und ich schicke es dir, dann kannst du es auch verlinken. Das zeigt wirklich diese Pyramide in Las Vegas, direkt und unmittelbar. Und jetzt will ich diese Formulierung genau wählen, hinter dem Ereignis. Mhm. Eine riesige Pyramide mit einem riesigen oben, einem Scheinwerfer, einem sehenden Auge. Ja. Und genau vor dieser Szenerie, das ist wirklich ein solch deutlicher Hinweis, der eben die Visitenkarte nicht nur da lässt, sondern eine Plakatwand aufbauen lässt, auf der wirklich alles hinterlassen wird, was wir wissen müssen. Ein unglaubliches Ereignis mit vielen Details. Dem wollte ich nicht vorweggreifen. Ja. Aber wir können ja mal in die Details gehen. Das sind so viele Details, dass man einfach sich auch fragen muss, ergibt das Sinn, dass ich mit 10 Maschinengewehren in ein Hotelzimmer, erstmal muss ich das schleppen, dann, ich kann ja immer nur eine bedienen. Gut, dann überhitzt sie vielleicht, dann nehme ich eine zweite vielleicht oder drei, wenn ich 3 Maschinenpistolen dabei habe, dann ist die andere wieder abgekühlt. Also 10 mitzunehmen und dann auch die Fensterscheibe mit einem Hammer einzuschlagen, das ist doch absurd. Also erstmal sieht man es von unten, da gibt es auch ein Bild, wo 2 Fenster eingeschlagen sind. Ich weiß nicht, ob du es kennst, vom Mandalay Building. Ja. Also nicht nur das eine. Also, dass ich die ganze Scheibe so einschlage, ist erstmal schwierig, weil das sicher Sicherheitsglas sein wird.
wäre intelligenter, da irgendwie mit einem Glasschneider irgendwie ein Loch einzuschneiden und dann da, wie man es aus dem Film kennt. Also es ist eigentlich völlig unsinniges Verhalten zu sagen, ich schleppe erstmal 10 Gewehre ins Hotelzimmer und schmeiß dann die Scheibe ein und schieß dann von oben runter. Wir sollten runter. Uns auch mal angucken, was das überhaupt für ein Mann ist, der da auftaucht. Ja. Hast du dazu ein bisschen was gesammelt? Ah, ich habe jetzt wenig da. Es gibt so vieles. Also es gibt sehr vieles. Und ich muss eines sagen, Joe, ich hatte ja jetzt eben meine Veranstaltung und vorher den Podcast gemacht. Ich habe einiges gesammelt. Ich bin allerdings an bestimmte Punkte gekommen, an denen ich mich entschieden habe, dass ich darüber nicht sprechen will. Mhm. Es sind aber Dinge, die man selber herausfinden kann. Ja. Und ich werde genügend Hinweise geben, sodass jeder selber ein bisschen mehr nachsehen kann und sich um diese Dinge kümmert. Es gibt hier sehr, sehr interessante Querverbindungen zu Podesta, den wir hier schon erwähnt haben im Zusammenhang mit Pizzagate, den Pädophilen-Skandalen. Den Pädophilen-Skandal, der sich dahinter aufbaut. Da gibt es eine ganze Menge an extrem erstaunlichen Querverbindungen. Ja. Unter anderem auch Querverbindungen über die Frau des angeblichen Täters, die aber längst dort nicht zu Ende sind, auch die Firma des angeblichen Täters, die dann eine Namensgleichheit hat mit einer Institution auf den Philippinen, die sich um das Vermitteln von Kindern kümmert, die eine sehr, sehr bedeutsame Position einnimmt. Das sind finstere, sehr finstere Themen, die wir da vorfinden. Und es sind, ich möchte noch mal darauf hinweisen, es gibt hier verschiedene Ebenen. Es gibt einmal die Ebene des Vorgangs, der mag inszeniert sein, da sind dann irgendwelche Dinge vorbereitet, die da ablaufen. Es gibt ja inzwischen auch Menschen, die das beruhigt. Sie sagen, nein, das ist nicht gar nicht so viele Leute gestorben, wie sonst vielleicht der Fall wäre, weil man einfach wirklich hier ein Schauspiel vorführt. Es gibt andere, die sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das möglich ist. Können wir gerne darüber sprechen, das ist sehr, sehr einfach möglich, wirklich sehr, sehr einfach, ist gar nicht schwierig, sowas zu machen. Mhm. Das können wir alleine schon dadurch sehen, dass diese über das Internet verabredeten Aktionen, in dem auf einmal sich mehrere Menschen treffen im Zug und dann eine Performance dann dort inszenieren, einen Flashmob, eine Performance abziehen, dass diese Dinge natürlich heute inzwischen schon ein bisschen bekannter sind, aber dass das sehr einfach funktioniert. Mhm. Und dass man einplanen kann, wie man Menschen dort wirklich auch schon als Komparsen in diese Szenerie einfach mit einplant. Ja. Und es gibt in diesem Ablauf beispielsweise auch Videos, die zeigen, wie noch diese Schüsse fallen, die im Übrigen in Amerika in vielen Nachrichten als Fake-Shooting bezeichnet worden sind. Also es sind keine echten Schüsse, sie klingen auch anders. Ja. Und man sieht dann unten auf diesem Platz, auf dem die Menschen erschossen worden sein sollen, dass die Menschen ganz unbedarft weiterlaufen, teilweise stehen bleiben, mit dem Handy telefonieren, während man dieses Bap-Bap-Bap-Bap-Bap-Bap-Bap hört. Und das ist sehr, sehr erstaunlich. Das passt einfach alles nicht zusammen. Aber, und das will ich noch sagen, es gibt auch den magischen Aspekt. Ja. Und dieser magische Aspekt, der hat hier eine viel größere Bedeutung. Und es ist nicht ungefährlich, darüber zu sprechen. Es ist auch sinnlos, weil es nur der versteht, der sich damit auseinandersetzt. Und der wird es sowieso wissen. Andere Menschen wird es nicht nützen, aber es ist gefährlich, darüber zu sprechen. Wichtig für uns ist aber für die Zuschauer, dass wir uns von solchen Dingen erstmal nicht so beeinflussen lassen, wie es gewollt ist, sondern dass wir sagen, da ist möglicherweise was ganz anderes gelaufen, als man uns erzählt. Also das, was in den Medien kommt, war ja auch teilweise widersprüchlich. Teilweise musste auch der Sheriff da von Las Vegas, der hat rumgeeiert, als dann bestimmte Fragen kamen. Ich wollte 2, 3 Beispiele noch, wie gesagt, da gibt's so vieles, aber nur ein US-Chirurg, der leitender langjähriger militärischer Praxiserfahrung, der hat veröffentlicht. Ein absoluter Spezialist für Schussverletzungen. Genau, und der hat gesagt, alle die Opfer von Las Vegas, die im Fernsehen zu sehen waren, sind allesamt Krisenschauspieler. Also keiner, der mit so einer automatischen Waffe nur ins Bein getroffen wird, der lächelt dann in die Kamera am nächsten Tag und dazu sagt. Dazu möchte ich gerne was ergänzend sagen. Ist eine der ersten Hochgeschwindigkeitswaffen, ist im Vietnamkrieg eingesetzt worden für die Truppe.
Und diese Gewehre haben wirklich eine so hohe Schockwirkung, ein so hohes Schockpotenzial, dass Menschen auch sterben, wenn sie wirklich nur einen Streifschuss bekommen. Oder, ja. Weil oder einfach auch später wirklich, am Schock sterben. Oder am Schock sterben, ja. Weil es wirklich einen kompletten Nervenzusammenbruch gibt. Mhm. Diese Waffen, die hier eingesetzt worden sind, sind militärische Waffen. Mhm. Es gibt ich erwähne jetzt einfach ein paar Punkte, dann kann man da ein bisschen recherchieren. Ja. Der angebliche Täter hat für die NASA gearbeitet unter anderem. Hat eine interessante Position dort inne gehabt und war wohl verantwortlich für die Raumanzüge für die Mars-Mission. Mars ist der Kriegsgott, der eine wichtige Funktion hat, auch in der Mythologie. Mars spielt eine sehr, sehr große Rolle in unseren ganzen Strukturen, die wir hier vorfinden. Und er hat andere Beziehungen, er hat Beziehungen zum Finanzamtssystem in den USA. Er hat sehr, sehr viele eigenartige Beziehungen und es gibt auch ein großes Barvermögen, über das verfügt, rund 5 Millionen, beziehungsweise Vermögen, Barvermögen ist vielleicht falsch, ein großes Vermögen. Und es gibt eine ganze Reihe von interessanten Verbindungen auf die Philippinen. Und wer mag, kann hier schauen und kriegt hier Impulse. Erstaunlich aber ist für mich eben, dass diese ganze Geschichte eben auch in Las Vegas stattfindet. Denn das ist ein Wink, nicht mit dem Zaunpfahl, sondern wirklich mit dem Scheunentor. Las Vegas ist die Stadt der Illusion. Mhm. Sie ist mitten in der Wüste wie eine Fata Morgana, wenn man das erste Mal nach Las Vegas fährt und du fährst wirklich lange durch die Wüste und es kommt nichts und nichts und nichts und nichts. Und auf einmal dieses Lichtermeer. Ne? Exakt, es ist eine Stadt mit einer interessanten Geschichte. Man kann sich mal mit der Geschichte von Las Vegas beschäftigen. Auch die Orte, wo was stattfindet, so ist alles organisierte Verbrechen ist da kein nicht. Zufall. Auch das Hotel ist kein Zufall. Der Name des Hotels finden sich Verbindungen Mandalay. Auf die Philippinen. Mhm. Wer mag, kann hier viel, viel finden. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir etwas sehen, was man uns wirklich in Szene setzt. Und man kann deutlich herauslesen, dass jetzt etwas passiert. Es werden jetzt bestimmte Dinge laufen ab wie ein Uhrwerk. Ich wollte noch mal diese Zeugenaussage von der Frau, die dann umgekommen ist. Kugeln kamen aus allen Richtungen, hinter uns, vor uns, an der Seite von uns. Aber ich weiß, dass uns jemand verfolgt hat. Die ganze Zeit habe ich das gefühlt. Kimberly Suchomel, die ist dann am 9. Oktober tot aufgefunden worden. Sie hat einige, wir werden bei Wo ist die Frau eben auch Links zu diesen Meldungen setzen, damit man sich da weiter mit beschäftigen genau. kann. Es hat so viel, man kann das gar nicht ausführen, man konnte eine ganze Sendung drüber machen. Aber es wurde wohl auch vom FBI Handys eingesammelt und Videos und SMS-Nachrichten ja. wurden gelöscht von ja. den Handys und Laptops und so weiter der Überlebenden, sodass es offenbar da etwas vertuscht wird. Und du hast eben gesagt, dass möglicherweise versucht wird, etwas zu bewirken und dass das möglicherweise auch nicht das letzte Mal ist, dass sowas passieren nein. wird. Nein. Es gibt viele Hinweise darauf, dass uns da vielleicht auch noch was bevorsteht. Es gibt welche, die haben gesagt, es gab auch wieder Anzeigen für Krisenschauspieler sozusagen, ja. für Oklahoma, glaube ich, jetzt am Ende Oktober. Weiß ich nicht. Mhm. Ich habe es jetzt nicht dabei, aber vielleicht wird es schon dadurch verhindert, dass es schon wieder öffentlich ist, denn wir haben ja auch oft erlebt, dass Dinge geplant sind und wenn sie dann öffentlich gemacht werden, dann können sie nicht stattfinden. Also wenn ich sage, ich überfalle die Bank und dann ist es raus, dann kann ich es nicht mehr machen, weil dann würde ich da erwartet werden. Nur wenn du ganz cool bist. Wenn ich ganz cool bin, ja. Und natürlich bestimmte Kräfte, die machen es dann vielleicht trotzdem, wir werden es sehen. Aber wir müssen damit rechnen, dass solche Dinge inszeniert werden. Und wichtig ist ja, dass wir uns davon eben nicht in diese Schockstarre bringen lassen, die beabsichtigt ist, dass wir dann so reagieren, wie wir gerne hätten. Es wird ja dann auch immer versucht, dann jetzt zu sagen, die Waffengesetze werden verschärft und so weiter. Du hast oft gesagt, in den USA geht es aufgrund der Verfassung gar nicht. Mhm. Aber es wird immer drüber diskutiert. Die natürlich. Möchten natürlich gerne, dass die Menschen nicht bewaffnet sind. Bei uns ist es ja ganz deutlich in Deutschland. Ich habe gerade einen Waffenhändler hier gehabt im Interview, der wirklich eine Lizenz hatte und die kriegt man nicht so einfach zum Waffenhandel und wurde morgens mit einer Hundertschaft zu Hause morgens überfallen, mit einem Polizeipanzer durchs Tor gefahren und die haben eben wirklich alle Waffen abgenommen, obwohl er eben lizenzierter Waffenhändler war. Aber das sieht man, man will die Menschen eben nicht bewaffnet haben, vor allen Dingen, wenn man sie dann noch irgendwie einer bestimmten kritischen Öffentlichkeit zurechnet. Wir dürfen in dem Zusammenhang vielleicht noch darauf hinweisen, dass das natürlich auch keine
Tendenz ist die jetzt nur hier in Deutschland oder in dem Verwaltungskonstrukt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes stattfindet, sondern es ist etwas, das eine Grundtendenz ist. Und wir sehen beispielsweise in England, also wenn du dort wirklich mit einer Waffe angetroffen wirst, dann gehst du ins Gefängnis in fast jedem Fall. Ja. Und ein Messer ist eine Waffe in England. Ja. Und hier würden wirklich die Dinge zum Teil extrem scharf auch durchgesetzt. Ja. Es gibt aber andererseits natürlich eben auch interessante Hinweise, die einen ganz anderen Eindruck erwecken. Ich war letztens in Hamburg und da gibt es teilweise Regionen, da steht waffenfreie Zone. Und da steht dann eben dran, dass du dort keine Waffe mit hineinnehmen darfst, was uns natürlich ein bisschen lächerlich vorkommt, weil du natürlich ohnehin diese Waffen, die hier zugelassen sind, schon sehr, sehr, sehr reduziert sind in den Möglichkeiten. In Japan ist eines der schärfsten Waffengesetze der Welt, in der BRD ist eines der schärfsten. Aber die Grundtendenz, die finden wir überall. Und die USA sind ein bisschen das, was wir heute mit unserem ohne Tempolimit auf der Autobahn fahren sind, auf der Welt. Wir haben sind das einzige Land, in Anführungszeichen, auf dem es kein Tempolimit gibt. USA ist einer der wenigen verbliebenen Länder mit einem sehr liberalen Waffenrecht. Gibt auch noch andere Länder, aber in den großen wirtschaftlichen Ländern haben wir diese Tendenz. Naja, und tatsächlich ist es eben die Waffe, die uns auch letzter Konsequenz ganz am Ende schützen kann und auch dem anderen ein Risiko unterwirft, wenn er unsere Rechte übertritt. Zumal wir ja wissen, dass die Regierung, die hat so viele Munition mal gekauft, ich weiß nicht, für jeden Bürger mindestens mehrere Hohlspitzgeschosse oder sowas gab es. In den USA. Eine Million von diesen Patronen und was weiß ich alles an Waffen haben. Das heißt, da fragt man sich ja eben, ist es vielleicht manchmal ganz sinnvoll, eine Waffe zu haben? Ich bin da außen vor. Und wir sehen unsere Polarität, Joe. Wir sehen so deutlich auf der einen Seite so dieses wirklich kindlich naive, der Wunsch nach einer waffenfreien Welt in einer Welt, die wirklich genau das Gegenteil ist. Und hier sehen wir, natürlich kann man sich das wünschen, aber dieses Auseinandersetzen mit dem, was ist, das ist die Grundlage des erwachsenen Menschen. Und dann kann ich auf dieser Erkenntnis auch die Dinge tun. Das Zebra beschwert sich nicht, dass es einen Löwen gibt, sondern es rennt weg. Und wenn der Löwe nicht da ist, dann frisst es und denkt auch nicht dauernd dran, dass der Löwe jeden Moment kommen kann. Wir sind sehr stark aufgespannt zwischen diesen Spannungsfeldern. Das hält uns eben auch immer wieder bei der Stange. Ich möchte noch ein schönes Thema über die Reichsbürger, weil es da eine kleine Anfrage der Grünen gab am Bundestag. Die gefragt haben, ja, das ist ja ganz schlimm mit den Reichsbürgern, wie viele gibt es denn da so? Und die Bundesregierung hat geantwortet, ja, so Zahl liegt bei 10.000. Und es gibt ganz viele Fragen, also es gibt es als Drucksache eben auch von der Bundesregierung runterzuladen. Und da hat man gefragt, wie viele Gefährder gibt es denn unter den Reichsbürgern? Da denkt man ja, die sind so gefährlich, da muss es jetzt tausende Gefährder geben. Und was hat die Bundesregierung geantwortet? Schätzt mal, wie viele Gefährder gibt es unter den Reichsbürgern? Einen. Mhm. Das war die Antwort der Bundesregierung. Das heißt, die Bundesregierung hat hat nicht gesagt, dass die Reichsbürger jetzt so gefährlich sind, wie die Medien das dann aber wieder dargestellt haben. Also hier diese Antworten sind eigentlich alle so, dass man sagen kann, da, die Gefahr der Reichsbürger, dass sie gewalttätig sind und so, die ist nicht so groß, wie das immer an den Medien dargestellt wird. Also wenn du mir die Frage gestellt hättest und du hättest mir vielleicht schriftlich jemand geschrieben, von dem du eine Antwort erwartest und sagen, wie viele Reichsbürger, was glaubst du denn, wie viel gibt es, dann hätte ich dir sicherlich geschrieben, dass es dem Unterzeichner nicht bekannt ist, was ein Reichsbürger ist. Ja, eben klar. Und das ist die eigentlich einzig korrekte Antwort. Ja. Denn hier wird so getan, als wüsste man das, als gäbe es hier eine klare Definition. Ja. Und du kannst ganz schnell zum Reichsbürger dadurch werden, dass du Fragen stellst oder dass du vielleicht sogenannte typische Fragen stellst, die auch ein Reichsbürger stellen würde. Und das sind Fragen zum Beispiel nach dem Rechtsstatus, nach Legitimation, das sind Fragen nach dem eigenen Status, nach der Staatsangehörigkeit. Wenn du Fragen in diese Richtung stellst, dann scheint es schon automatisch auszureichen, dass du nicht dem, was du zu glauben hast, einfach folgst, sondern dass du nachfragst. Und wenn dich das schon zum Reichsbürger macht, dann ist die Zahl der potenziellen Reichsbürger vermutlich viel höher. Ja, man zeigt eben diese kleine Anfrage der Grünen.
Wollen wir über das Feuer in Kalifornien sprechen? Weil das auch, sehr gerne, ein paar Bilder, das ist auch ein weites, gerne, Thema, aber ich zeige mal zwei Bilder, die sehr merkwürdig sind, wenn man von einem Feuer spricht. Hier ist ein Gebäude scheinbar total zerstört, aber Bäume rechts, links, oben, unten sind noch grün. Hier ist ein Auto total ausgebrannt offenbar, und es ist aber im Hintergrund sieht man die Bäume und alles andere ist, ja, ja, ist intakt. Da gibt es ganz viele Videos, die, ich habe jetzt nur die beiden Bilder, die aber auch die Frage stellen, was ist da wirklich passiert? Ist das wirklich ein normales Feuer oder waren da irgendwelche Energiewaffen im Einsatz? Und ist das ein weites, gefährliches Thema? Ja, ist ein gefährliches Thema. Ich werde dazu was sagen, weil das einfach zu wichtig ist oder jetzt auch so langsam dadurch auch ein Thema jetzt in die Öffentlichkeit kommt, das normalerweise schon länger sichtbar war, aber jetzt auf ein anderes Verständnis trifft. Mhm. Also mit anderen Worten, wir haben schon öfter bestimmte Dinge gesehen, aber auf einmal sehen wir sie erneut und haben jetzt ein anderes Verständnis. Ich wollte nur, bevor ich das sage, noch etwas ganz kurz zum Hurricane sagen, weil sonst vergesse ich es garantiert, in Texas. Hast du mitbekommen, dass die Opfer, die um Unterstützung und Hilfe bitten, mit ihrem Antrag auf Hilfe unterschreiben müssen, dass sie in keinem Fall jemals Israel boykottieren werden? Nein, das wusste ich nicht. Das ist das Formular in Texas. Das in Texas, ich wollte es mitbringen, habe es aber dann zwar wohl ausgedruckt, aber irgendwo verlegt. Aber es ist also ein Formular, das man auch im Internet finden kann. Ich habe nicht die Zeit gehabt, das wirklich zu überprüfen, aber es macht einen sehr authentischen Eindruck. Vielleicht kann man das aus den USA nochmal bestätigt bekommen. Also ein Formular, in dem unter anderem eben drin stand, dass derjenige, der hier diese Hilfe in Anspruch nimmt, sich auch dauerhaft dann entsprechend unterwirft, dass es keinen Boykott israelischer Waren und Israels geben darf. Oh, interessant. Absurd, ja. Und ich habe das Dokument, wie gesagt, habe es im Internet gefunden, konnte jetzt nicht wirklich eine Überprüfung durchführen, aber es sah sehr echt aus. Und vielleicht können wir das verlinken. Zurück zu deinem Feuer. Ja, das ist kein gewöhnliches Feuer nach meinem Verständnis. Es gibt einige, die sagen, die sich mit Chemtrails beschäftigen, da ist ja Aluminium und Barium drin. Und wenn wir jetzt die Bäume schon Aluminium aufnehmen durch den Boden und durch das Wachsen, dann kann es sein, dass sie sehr leicht entzündlich sind. Ja. Dass sie sich irgendwann durch einen leichten Impuls sozusagen selber entzünden. Ich glaube das nicht. Hier sage ich bewusst Hinweis. Glaube, ja, okay. Weil ich weiß es nicht, habe mich damit nicht beschäftigt. War nur, deswegen sage ich ausdrücklich Glaube. Ja. Für mich ist das, was wir hier sehen, etwas gänzlich anderes. Ja. Es sind ja auch nicht die Bäume, hier sehen wir überall Bäume, exakt, stehen da und Gebäude. Sondern es sind Veränderungen transformatorischer Natur auf der Ebene der Materie. Und das erinnert mich auch an bestimmte Dinge, die nicht wissenschaftlich allein begründet sind. Ich will das mal vorsichtig ausdrücken. Ja, sehr interessant. Und eine der Grundlagen vielleicht, um das zu sagen, es wird etwas entzogen auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn etwas entzogen wird aus dieser Materie, führt das zu einer Strukturveränderung und auch zu transformatorischen Prozessen. Also du weißt, dass es auch immer wieder Fälle von Selbstentzündung gibt, auch bei Menschen. Spontaneous Combustion, Human Combustion heißt es. Da gibt es ganz erstaunliche Dinge. Es gibt auch Menschen, die das mehrfach widerfahren ist, also die immer wieder erlebt haben, dass ihr Körper Feuer gefangen hat. Das sind Dinge, die eben nichts mit einem üblichen Brennen zu tun haben. Und deswegen sollten wir hier vielleicht sogar den Begriff des Feuers nicht verwenden. Ja. Ich habe diese Bilder von dir noch nicht gesehen. Darf ich sie mir mal anschauen? Ja, aber es haben ganz viele eben auch gesagt, das ist irgendwas mit Energiewaffen. Also sie haben schon auf Energien getippt. Hier sehen wir zerflossene und komplett geschmolzene Aluminiumräder bei dem Auto zum Beispiel. Ja. Andererseits, man müsste jetzt mal anschauen, Aluminium ist ein besonderer Stoff und bei dem, woran ich denke, ist es auch sehr unterschiedlich, um was für ein Metall es sich handelt, wie die Reaktionen sind. Und hier ist es nicht verkehrt, in die Richtung der Alchemie zu denken. Gut, wir sehen, es gibt viele Dinge, die geschehen, die nicht mehr einfach zu erklären sind, weil wir eben in einem großen Wandel sind. Und die nicht ungefährlich sind. Wir dürfen wirklich, also das ist etwas, was uns auch bewusst sein soll, es wird Bestimmtes toleriert, also wenn wir unsere Sendung hier machen, so ist mein Verständnis dafür,
ist es immer wichtig, dass wir so viel aussprechen, wie es auch schon auf der Bühne sichtbar ist und wie es im Grunde genommen auch sich abzeichnet. Wenn wir allerdings wirklich in eine kriegerische Haltung gehen würden gegenüber bestimmten Entwicklungen, dann musst du auch mit Gegenwehr rechnen. Das ist klar, verständlich. Aus dem Verständnis heraus, dass hier eben etwas aufgebaut worden ist über Jahrhunderte und Jahrtausende, das sowieso jetzt zerfällt. Und es ist vielleicht klüger, einfach ein bisschen Geduld zu haben und zuzuschauen, wie die Dinge zerfallen, als wenn du dich dabei erwischen lässt, noch eine Flasche mit Benzin in das ohnehin brennende Feuer zu werfen. Es bringt nichts mehr. Ja. Aber es gefährdet alle, die in der Umgebung stehen. Das ist nicht klug. Wir sollten sehen, dass wir unser eigenes Verständnis weiterentwickeln. Und das ist wichtig. Ich habe ein paar Beispiele über Kriminalität. Und die Kriminalpolizei in Hamburg sagt, wir sind am Ende. Es liegen alleine 5.000 Betrugsfälle auf Halde, weil sie es nicht schaffen. Aber auch in anderen. In Berlin sagt die Polizei auch Ähnliches. In London werden auch viele Kleinkriminelle wird nicht mehr verfolgt. Mhm. Also Fahrraddiebstähle und so haben sie gar keine Zeit mehr für. Dann gibt es andere Dinge, die. Das wurde ja auch schon veröffentlicht. Wir haben es schon mal irgendwo gehabt, aber ich will gar nicht alles vorlesen, weil es sehr viele ähnliche Meldungen aus verschiedenen Städten gibt, dass die Polizei wirklich sagt, wir schaffen das nicht mehr, wir haben nicht die Mittel, wir werden von der Politik sozusagen ausgehungert und wir werden aber überfordert und dann gibt es ein knallhartes Urteil vom Oberstaatsanwalt über Berlin, der Rechtsstaat ist kaputt. Der spricht eben auch über das Versagen des Rechtsstaates, der ist nicht mehr funktionsfähig. Dann gibt es eben ganz viele wirklich schlimme Verbrechen, die nicht mehr verfolgt werden, wo die Täter laufen gelassen werden. Es gibt hier einen Anschlag in Mannheim, über den die Massenmedien auch nicht berichtet haben, höchstens lokal. Ein Kirchturm wurde fast gesprengt, also da haben Leute wohl die Scheiben eingeschlagen und Gas in den Turm geleitet und eine Explosion herbeigeführt. Das hat wohl da doch schon. Ja, normalerweise würde man sagen, das ist etwas, was in den Medien, wenn es ein rechtsextremer Anschlag gewesen wäre, wäre es in der Bild-Zeitung ganz vorne. Aber das ist schon so, dass es nur noch lokal gemeldet wird. Dann dazu vielleicht schon nochmal, einfach nochmal ins Gedächtnis rufen, was wir vorhin schon gesagt haben. Man muss bestimmte Gruppierungen erst einmal schützen, damit sie so stark werden, damit sie die Funktion erfüllen können, für die sie gebracht worden sind, an die sie gebracht werden sollen. Mhm. Und das ist im Moment der Fall, in dem wir sind. Natürlich lässt man auch immer wieder ein bisschen was zu, sodass die Stimmung nicht schlecht wird. Im Sinne auch bei den anderen, sich die entsprechende Wut schon ein bisschen anstaut. Also das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn du das von der Polizei sagst, mit der Überforderung, dann fällt mir ein Plakat ein, das jetzt bei der Wahl im Nachbardorf hing, relativ groß, mehr Polizei, mehr Schutz, CDU. Hm. Und das ist natürlich auch etwas, was sehr leicht funktioniert, dass man hier den Wunsch nach mehr Polizei bei den Menschen auf diese Art und Weise auslösen kann, ohne zu begreifen, was das eigentlich heißt. Ja, man muss dann natürlich auch sicherstellen, dass die Polizei wirklich dazu da ist, die Bösen nicht zu schützen, sondern die rechtschaffenden Bürger vor den bösen Buben. Das ist interessant, ich weiß nicht, ob du es kennst, und zwar sucht dieses Bundesverwaltungsamt mit Riesenplakaten offenbar auch Menschen aus anderen Kulturkreisen, also das kann sich jeder bewerben. Das ist doch wunderbar. Ich erkenne das nicht, aber das ist doch noch viel schöner, Joe. Ja, das zeigt ganz deutlich. Gib es mir noch mal. Guck mal, was haben wir denn hier? Also hier haben wir ja diese Bemalung mit Henne auf der Hand. Ja, auch noch. Also das zeigt natürlich einmal sehr deutlich, dass wir es mit jemandem zu tun haben, vielleicht aus Indien, aus Pakistan. Wir sehen das Kopftuch, das ist alles klar. Also hier Hinweis, dann bewirb dich so, wie du bist. Also mit anderen Worten, du musst dich hier nicht verstellen. Nein, die Deutschen haben sich ja hier anzupassen. Mhm. Denn was wir hier erleben, ist eine neue Form des Volkes, die man sich heranzüchtet. Das ist der eine Aspekt. Ja. Der zweite ist aber, diese Symbole und diese Zeichen und diese Hennerzeichen sind ähnlich natürlich einer Tätowierung auch nie ohne Bedeutung. Selbst derjenige, der die Bedeutung nicht kennt, weiß nicht darum, dass alles seine Bedeutung hat. Ja. Und wir haben hier nochmal einen Hinweis, der ganz klar in die magische Richtung führt. Und zwar in einer absoluten Deutlichkeit.
Kannst du da was sagen zu den... Ungerne, weil okay, diese Art von Magie nicht ungefährlich ist. Ja. Ich könnte dazu einiges sagen, aber das führt garantiert auch dazu, dass bestimmte Dinge gemacht werden. Wir haben über Magie mal gesprochen und haben in diesem Zusammenhang auch über Sigillen gesprochen. Ja. Sigillenmagie ist eine sehr mächtige Form. Da werden bestimmte Kraft von Zeichen, Buchstaben oder Runen und anderen Zeichen dadurch auch verwendet, dass sie in einer anderen Form zusammengebracht werden, verwendet werden. Es lässt sich immer schwer rückwirkend herauslesen, was hier zusammengefügt wird. Es ist teilweise sehr künstlerisch, was geschieht. Aber es ist etwas, was ein Hinweis ist, der für mich eindeutig ist. Okay. Darf ich mit der Thematik der Richtung noch ein bisschen bleiben, weil es sich viele schöne oder nicht so schöne Beispiele gibt. Also es gab wieder Schubser, U-Bahn-Schubser oder S-Bahn-Schubser, die das im März in Dresden... Das klingt ja auch harmlos, wenn ich sagen darf. Ja, sie haben aber wirklich jemanden auf die Gleise geworfen und dann ihn daran gehindert, dass er wieder aus dem Gleisbett rauskommen konnte, als er die S-Bahn sich näherte. Also nur durch eine Notbremsung des Lokführers konnte das Zufallsopfer René, 41 Jahre, vor seiner gezielten Hinrichtung auf den Gleisen entkommen. Und sollten wir doch bitte deutlich sagen, Joe, dass egal aus welchem Kulturkreis jemand kommt, der das tut, dass das in keinem Fall etwas Rassistisches ist, wenn man das kritisiert oder wenn man die Dinge beim Namen nennt. Und das ist ein Verbrecher. Und das ist ein Mensch mit einer entsprechenden Qualität, die eben vorhanden ist und die ihren Platz haben mag, aber die man sich nicht ins Haus holt und die man nicht gezielt holt und von denen nichts besser wird, wenn man sagt, der hat aber eine Hautfarbe in irgendeiner Form oder der hat irgendeinen kulturellen Hintergrund. Das macht es nicht besser. Die Dinge müssen beim Namen genannt werden, in aller Deutlichkeit. Und das sind auch keine Schubser, sondern das sind Schwerstkriminelle, es sind Mörder. Und sie müssen auch so bezeichnet werden. Das Schubsen, das haben wir alle mal gemacht als Kinder. Ja. Und das ist kein Spaß hier in diesem Zusammenhang. Ja, aber was das Gericht urteilt. Ja, bitte. Auf freien Fuß gelassen. Sie hätten die Tragweite ihrer Tat nicht erkannt. Außerdem sei von den beiden Asylbewerbern keine Fluchtgefahr ausgegangen. Und sie wären auch betrunken gewesen. Also da sieht man, dass da mit sehr unterschiedlichem Maß gemessen wird. Andere werden schon verurteilt, wenn sie nur in den Mülleimern nach Pfandflaschen wühlen. Aber hier gab es keine Tötungsabsicht und das Gericht hatte keinen Haftgrund. Ich sage mal, Haftgrund gibt es im Baumarkt für 9,99 Euro. Aber es zeigt eben, wie absurd das ist. Und aber du hast gesagt, das ist eine Absicht dahinter. Jetzt guck noch mal. Weißt du, jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass wir da diskutieren über die BRD und über das Grundgesetz und über die Rechtsmäßigkeit, das ist doch die Antwort. Ja, scheiß drauf. Entschuldigung, aber es ist... Das ist doch die Antwort. Weißt du, du gehst zu einem Rechtsanwalt, der eine Ausbildung hat, eine sehr umfangreiche Ausbildung, die über Jahre hinweg geht, der ein unglaubliches Regal an Büchern hinter seinem Schreibtisch stehen hat, in denen alle Möglichkeiten an Regeln festgelegt sind. Und jetzt kommst du hin mit einem Fall und sagst, wie wird in diesem Fall wohl entschieden werden? Und dann sagt er dir, das kann ich Ihnen nicht sagen. Da gibt es überhaupt gar nichts, was ich Ihnen sagen kann. Das entscheidet der Richter. Und vielleicht sagt er dir auch auf hoher See und vor Gericht, da sind wir in Gottes Hand. Und das ist ein interessanter Hinweis, denn die hohe See, die spielt eine große Rolle und die zeigt uns eben auch ganz deutlich, dass diese Dinge so sind, wie sie sind, weil sie so sein sollen. Ja. Es wird das gefördert, was man fördern will und es wird das bekämpft, was man bekämpfen will. Punkt. Fertig. In Schweden hat ein Zahnarzt, der dann Migranten untersucht hat, ob sie Kinder sind, weil ganz viele, die dann festgenommen wurden, die haben sich dann darauf berufen, dass sie Kinder sind, obwohl man vom Augenschein teilweise davon sehen könnte, dass sie älter sind. Aber der hat als Zahnarzt dann eben die Zähne untersucht und hat dann gesagt, dass 80% der Migranten Kinder tatsächlich Erwachsene sind. Und der wurde aber dafür gefeuert und es besteht die Gefahr, dass er ein Haus verliert. Also so etwas zu sagen, was offensichtlich ist, dass eben viele, die sich auf das Jugend- oder Kinderrecht berufen und damit offenbar sich der Strafverfolgung entziehen wollen, dass sie das nicht sind.
Das darf aber nicht gesehen werden, weil es gewollt ist. Du hast es ja deutlich gesagt. Ich möchte es nochmal ergänzen um eine Geschichte, von der ich selber aus erster Hand weiß, beziehungsweise zweiter Hand, wenn man es ganz genau nimmt. Ein Bekannter von mir, der hat ein Computerprogramm entwickelt vor vielen, vielen, vielen Jahren, das so eine Art Suche zulässt, ähnlich einer Rasterfahndung, bezogen auf Datenbanken, ganz grundsätzlich. Hm. Und der hat diese Datenbankverwaltung dann angeboten an eine der ganz großen Krankenversicherungen. Und der hat damit eine Präsentation gemacht und die waren hoch begeistert und er wurde dann mehrfach eingeladen, weil man damit eben wirklich sehr, sehr viel ganz schnell herausfinden konnte. Und dann hat er an dem letzten Tag der Präsentation, wo eigentlich alles schon fest war, gezeigt, ich zeige Ihnen mal jetzt heute, wie schnell Sie auch Betrüger herausfinden, die also A, entweder gar nicht krankenversichert sind, eine zweite Sozialversicherungsnummer oder Krankenversicherungsnummer verwenden oder und hat da mehrere Dinge eingetippt und innerhalb von Sekunden hat dieses System dann Tausende von diesen Betrügern ausgespuckt. Mhm. Und daraufhin haben sie dieses Verfahren nicht angewandt, sie haben ihm keinen Auftrag gegeben und diese ganze Geschichte ist so geblieben, wie man sie bereits benutzt hat. Es ist aber verständlich, weil das natürlich eben diese gewollten Strukturen sind, für die man keine Erklärung mehr finden kann. Also das ist immer das zentrale Problem. Man kann beinahe alles erklären. Man kann jemand erklären, warum es gut ist, wenn er sein eigenes Volk hasst. Man kann jemand erklären, warum es gut ist, dass, keine Ahnung, irgendjemand ein Verbrechen begeht, nur dadurch, weil er eine schwere Kindheit hatte. Man kann vieles erklären, aber es gibt manche Dinge, für die haben wir einfach ein Grundverständnis. Und das ist selbst beim Verdrehtesten kaum so zu verdrehen, wie man es machen muss. Und dann macht man es einfach, indem man es versteckt. Und viel, viel, viel wird versteckt in den Statistiken, gar keine Frage. Wir haben es auch, glaube ich, haben wir es in der letzten Sendung gesagt, dass 600.000 Kriminelle aus der Statistik rausfallen, die dann eben nicht zu den Ausländern gerechnet wurden, weil man sie einfach dann den Deutschen zugerechnet hat. Wir haben darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob es in der Sendung war. Ja, ich meine, es war in der letzten Sendung, aber es kann auch sein, ich habe zwischendurch auch eine Sendung gemacht. Du machst ja deine Podcasts oftmals auch zwischen den Tagesenergien. Mhm. Ich mache zwischendurch auch was, weil so vieles passiert, dass wir es gar nicht immer schaffen in diesen Abständen, aber wir können eben auch nicht noch öfter zusammenkommen. Und deswegen machen wir zwischendurch noch was. Okay. Ja. Ich habe nur noch wenige Meldungen. Ja, bitte. Und eine davon ist ganz erfreulich. Die habe ich nicht so wirklich sortiert, thematisch. Und zwar die Zahlen der Bild-Zeitung, was die Veröffentlichung betrifft, sind viel, viel schlechter als die, die man wirklich veröffentlicht. Aha. Und da gibt es einen interessanten Artikel, der das hier aufgreift. Und da stellt sich zum Beispiel eben heraus, dass immer noch einiges reingerechnet wird. Also beispielsweise die Fußball-Bild. Mhm. Die schafft es dann immer noch mal, die Statistik ein Stückchen hochzuheben. Aber inzwischen geht es wirklich, wirklich deutlich runter. Und diese Zahl, die man uns da präsentiert von 1,6 Millionen, die ist viel geringer. Und tatsächlich sind es jetzt im Moment ungefähr 1,37 Millionen, die relativ stimmig sind. Und das ist eine schöne Entwicklung, denn das gilt nicht nur für die Bild-Zeitung. Das gilt genauso für Spiegel, für Stern, für Fokus. Und meine Aufforderung, ich werde nicht müde, die zu wiederholen, kündigt die Abos. Ja. Die Abos sind eben ganz wichtig für diese Blätter. Das hat auch was mit Energien zu tun. Durch die Abos werden auch Kredite erzeugt. Also Abos kündigen auf jeden Fall und am besten wirklich darauf verzichten, solcherlei Schmutz wirklich sich ins Haus zu tragen. Schön, dass es schon viele es ohnehin machen und nicht mehr diesen Scheiß kaufen. Ja. Das zeigt ja auch, dass die Menschen gar nicht so dumm sind, wie sie aussehen. Oder wie man manchmal denkt. Also ich habe drei Meldungen noch. Ja. Hast du noch was? Oh, ich habe ein paar, kann man auch schnell durchgehen. Deutschland verliert die Kontrolle über die Strompreise. Also bei uns steigen die Strompreise enorm durch die Energiewende, während im europäischen Ausland überall eigentlich die Preise sinken. Der Strom wird billiger. Ja, aber da sollten wir auch noch mal ganz kurz erinnern, Frau Merkel hat ja wirklich sehr überraschend damals im Zusammenhang mit Fukushima eine große angebliche Wende eingeleitet. In Wahrheit Deutschland eine katastrophale Abhängigkeit gebracht. Und wir haben mit, wenn nicht sogar im Moment schon, die höchsten Strompreise auf der Welt. Ich habe schon mal erwähnt, dass dieses Thema Strom sowieso sehr komplex ist. Und ich hatte letztens wieder Besuch von jemand vom Stromwerk, der einen neuen Zähler einbauen wollte.
Und ich habe dann mit ihm gesprochen und habe gesagt, ich würde das auf gar keinen Fall zulassen, ein solches Smart Meter. Nein, sagt er, das hätten sie nicht, das ist einfach nur ein neues Gerät, weil die Eichzeit abgelaufen sei. Und dann haben wir uns darunter unterhalten und dann sagt er, dann können Sie ja jetzt Ihren Verbrauch hier noch besser ablesen. Und da habe ich zu ihm gesagt, Strom verbraucht sich nicht. Er fließt einfach nur durch. Ja. Und er fließt auch zurück zum Stromkonzern. Er sagt, das stimmt schon. Und das ist etwas sehr Wichtiges, dass wir einfach bestimmte Vorstellungen haben, die uns auch nur, weil diese Vorstellungen aufrechterhalten werden, in diese katastrophale Verständnissituation bringen, die uns abhängig macht. Ja. Also einfach wichtig, dass wir grundsätzliches Verständnis bekommen. Und warum die Energieversorgung in Deutschland so teuer ist, das ist ja kein Zufall. Wir werden wirklich an allen Stellen geplündert. Ja. Und wir haben ein Niveau erreicht, in dem wir wirklich die Belastung von weit über 80% im Durchschnitt haben mit Abgaben, die in einer Zeit, beispielsweise im Kaiserreich, einen Bruchteil betragen hat, nämlich vielleicht irgendwo 4-5%. Und viele Menschen waren beinahe überhaupt nicht betroffen. Es gab keine Mehrwertsteuer, es gab keine Einkommensteuer für den normalen Bürger. Das System hat sich über Zölle finanziert. Ich will damit einfach nur sagen, wir sind so unglaublich verdummt worden und meinen, das müsse so sein und wir müssten nur dieses System noch verbessern. Ja. Nein, wir sind in ein System hineingebracht worden, das uns diese Probleme erst schafft. Ja. Und wir arbeiten an einer ständigen Verstärkung dieser Probleme. Das ist das, was passiert. Ja. Ich ratter ein paar Meldungen durch, einfach nur ein paar Hinweise. Glyphosat, da gibt es eine Arte-Dokumentation, wo jemand wirklich sagt, die Pestizide haben mich krank gemacht und was hier passiert, ist stiller Völkermord. Wir haben ja gerade erlebt, dass in der EU das jetzt ursprünglich mal auf 10 Jahre verlängert werden sollte, Glyphosat und Monsanto. Aber jetzt haben sie gesagt, wir haben ein bisschen weniger, 5-7 Jahre. Ist ja immer noch ein Wahnsinn, wenn das eigentlich bekannt ist, dass es wahrscheinlich krebserregend ist. Das sagt auch eine Studie der WHO und so weiter. Das ist etwas, wo wir überall sehen, wir werden vergiftet und es geht nicht um das Wohl der Menschen und in der Politik schon gar nicht. Du hast vorhin auch die Wirtschaftsentwicklung angesprochen. Hier ist ein interessanter Hinweis über die Autokredite, weil da kann man ja ablesen, was sich da entwickelt. Und die sind im dritten Quartal bis 2017 jetzt um sage und schreibe 47% zurückgegangen. 47, das sind fast 50%. Und über Kredite zeigt sich natürlich, wenn man Auto finanziert, im Grunde zeigt das etwas über den Automarkt. Gut, in den USA, Wells Fargo, aber das zeigt etwas auch, was da noch auf uns zukommt, dass da nur noch die Hälfte der Autos gekauft werden oder finanziert werden. Und hier sehen wir natürlich auch eine starke Verunsicherung. Denk mal an das Dieselproblem beispielsweise. Ja. Denke aber auch daran, dass beispielsweise immer mehr Menschen natürlich jetzt verunsichert sind, soll ich mir schon ein Auto, das ein Hybridfahrzeug ist oder das mit Strom fährt, zulegen. Das mag mit da hineinspielen, aber es zeigt natürlich auch die angespannte grundsätzliche energetische Situation, denn die Kredite, die werden natürlich gebraucht, um das System am Leben zu halten. Mit anderen Worten, in der Sprache der Börsenmakler und der Sprache der Börse, da sagt man, die Pferde müssen saufen, die Kredite müssen genommen werden. Wenn wir Kredite billig zur Verfügung stellen, dann müssen diese Kredite auch aufgenommen werden. Und an manchen Stellen tun sie es, aber an anderen fließt dieses Geld eben nicht dorthin, wo man es gerne hätte. Und das ist auch ein Zeichen, insbesondere natürlich im Zusammenhang mit der Zinsentwicklung, wo man uns ja immer wieder sagt, bald werden die Amerikaner die Zinsen anheben. Wir haben schon oft und seit Jahren darüber gesprochen, das kann nicht sein. Mhm. Und wenn es so passiert, dann kommt da vieles in Gang, was uns dann vor ganz große Herausforderungen stellt. Ja. Also wir sehen an allen Ecken und Enden, dass sich was verändert. Du hast noch ein paar Meldungen. Ja, ganz wenige. Was hier vielleicht zum Schluss, was ich Ja, ich habe auch was für den Schluss, aber ganz für den Schluss hast du das sicherlich gerne, kannst du gerne machen. Ich würde gerne mit einer Meldung so den Übergang finden in die spirituelle Betrachtung, die wir immer am Ende haben. Na, dann mache ich meine davor. Okay, ich habe hier eine, der passt vielleicht dann deinem Anschluss, wer weiß. EU plant Kontoauszahlungsstopp. Hast du das schon gehört? Nein. Machthaber, so heißt es, Brüssels Machthaberplan, erweiterte Zugriffsrechte der Banken auf die Guthaben ihrer Anleger. Das ist alles Quatsch. Die haben ja schon vollen Zugriff. Alles Quatsch. Ja. Also A,
Es gibt kein Guthaben der Anleger. Ein Kunde, der also jetzt Geld zur Bank gibt, der überträgt es auf die Bank. Er ist kein Anleger bei der Bank. Das gibt es aber nicht in diesem Zusammenhang. Und von daher ist das eine Formulierung, die eine ganz andere Vorstellung in uns weckt. Nicht nur im Falle einer Insolvenz, sondern bereits bei einer erwarteten Liquiditätsengpass soll es dann den Banken erlaubt sein, die Verfügungsgewalt der Kunden über ihre Kontoguthaben weitgehend einzuschränken. Und das ist richtig formuliert. Und da hörst du es ja auch. Soll den Banken erlauben, die Verfügungsgewalt der Kunden. Also, wenn es wirklich mein Eigentum ist, dann kann ein Dritter, der kein Eigentum hat, dem es nicht zu eigen ist, nicht verfügen. Ja. Ich kann es nur verfügen, wenn ich es in meinem Eigentum habe. Hm. Also ist das ein klarer Ausdruck, dass es bereits eine Übertragung in die Verfügungsgewalt der Bank gegeben hat, die dir eine Unterverfügung verfügbar macht. Und das muss natürlich so sein, wir haben es schon gesagt, das Konto gehört immer der Person. Und das ist das, was passiert. Und die Bank eröffnet ein Konto, das ist das Konto der Bank. Das ist nicht das Konto. Du gehst nicht zur Bank und sagst, Bank, ich möchte ein Konto haben, das ist die Nummer, die hätte ich gern. Dann wäre es dein Konto. Die Bank eröffnet ein Konto, die gibt die Nummer und damit gehört das Konto auch der Bank. Ich habe jetzt gerade selber von der Bank neue Geschäftsbedingungen bekommen. Ich auch. Du auch. Und auch von verschiedenen Banken habe ich das gehört. Ich habe geguckt, wo ist da jetzt der Pferdefuß drin, aber sich das alles durchzulesen. Ist das da nochmal so formuliert, dass es nochmal eigentlich für die nochmal sicherer ist, zu sagen, wir können im Grunde auf alles dein Geld zugreifen? Im Grunde sind alle Möglichkeiten schon geschaffen. Ja. Aber man will sich natürlich auch immer das Mäntelchen der Rechtschaffenheit umhängen. Und deswegen müssen auch bestimmte Dinge, die man ohnehin im Zweifel durchführen könnte, möglichst auch legalisiert werden. Das heißt, hat ja keiner widersprochen jetzt, den neuen. So sieht es aus. Ja. Und ich habe meine auch noch nicht angeguckt. Ich habe es gestern in der Post gehabt. Können wir vielleicht nochmal drüber reden, ob man können, das sinnvoll ich ist, es auf jeden Fall vielleicht, was passiert, dann kündigen dann Sie ja, da werden Sie dein Konto kündigen. Hm. Also es bleibt ja nichts übrig. Es gibt, naja, das ist jetzt ein sehr spezielles Thema, es gibt auch die Möglichkeiten, wirklich wieder einen Anspruch auf den Besitz des Kontos dahingehend durchzusetzen, dass du natürlich auch bezüglich deiner Person bestimmte Rechte hast. Ich sage das jetzt sehr ausdrücklich wischiwaschi formuliert, auch wenn es dem einen oder anderen nicht passt, weil nur dadurch kann ich verhindern, dass jemand irgendwas tut. Ja, weil das ist auch etwas, und das ist richtige erweitertes Wissen, über das wir hier sprechen. Das ist kein Standard. Da kann man auf einmal durchaus auch mit der Bank dann in ein Gespräch kommen, in dem man auf einmal seine Position verändert. Das ist schon sehr schön gesagt. Ja. Also EU-Plan Kontoauszahlungsstopp auch schon dann, wenn es erwartete Liquiditätsengpässe geben soll. Damit muss man ja jederzeit rechnen. Also okay, das ist der eine Hinweis. Ich habe noch zwei weitere, aber vielleicht magst du zuerst. Mach vielleicht die eine noch. Ja, die nicht, sondern dann die. Also ich habe hier eine Meldung aus der Schweiz. Und zwar überlegt man in der Schweiz bald einen muslimischen Feiertag einzuführen. Das war doch für Deutschland auch angedacht. Ist noch. Ja. Ist noch im Gespräch. Ja. Der deutsche Innenminister, so heißt es ja auch in dieser Schweizer Zeitung, nämlich in 20 Minuten, der deutsche Innenminister macht sich für einen offiziellen muslimischen Feiertag stark. Auch hierzulande, also in der Schweiz, findet das bei Muslimen Anklang, da es die Integration stärken würde. Also ich wollte es einfach nur vorlesen, insbesondere weil ich diese Meldung gleich brauche, für eine weitere Meldung, die noch viel mehr im Gepäck hat. Aber das ist eine Meldung, die ist spannend, weil es eben die Schweiz betrifft. Ja. Und ich habe doch immer wieder den Eindruck, dass viele Menschen sagen, naja, in der Schweiz ist das schon noch ganz schön anders. Ja, die Schweiz kommt noch ein bisschen langsam hinterher hier und da. Aber auch dort werden diese Umbauten von denen vorgenommen, die innerhalb des Systems diese Umbauten durchsetzen wollen. Okay, ich habe etwas, das beginnt mit dem Kennedy-Attentat, nämlich mit den Akten. Trump will die freigeben oder sie laufen 2017 aus, aber andere hätten das in wenigen Tagen. Ja, hätten das vielleicht nochmal verlängert. Und Trump scheint das veröffentlichen zu wollen. Und ich zitiere jetzt so ein bisschen von Benjamin Fulford, obwohl der immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, mit Vorsicht, aber es ist vielleicht ganz interessant, eine führende Pentagon-Quelle sagt, die Freigabe der JFK-Akten durch Trump, womöglich würde das Bush Senior hinzuziehen, den Mossad, die CIA, den tiefen Staat und könnte ein Vorspiel zu einer Ausschüttung von Informationen zum 11. September, unterdrückten Technologien, den geheimen Weltraumprogrammen und anderen Enthüllungen sein.
die den Massenverhaftungen vorangehen. Gut, da geht man von einem Szenario aus, wo sich sehr vieles eben sehr rasant verändert, wo vieles rauskommt. Ja, wir wissen, dass JFK ermordet wurde, weil er versuchte, mit Gold die Kontrolle über den US-Dollar oder eigene Dollar, die vom Schatzamt ausgegeben werden und Gold gedeckt waren, herauszugeben, und dass er deswegen sehr vermutlich ermordet wurde. Und wenn das rauskäme und veröffentlicht würde, würde das doch sehr vieles auch in der Folge haben. Dann spricht er ja oftmals über die kasachische Kontrolle, über die Federal Reserve, also die Fed, und dass die quasi überall ja ihre Macht verlieren und alles nicht so läuft, wie sie es gerne hätten und vieles eben ans Licht kommt. Da gehört alles zu, auch dieser Harvey Weinstein, diese Pedogate, also ganz viele Pädophile sind verhaftet worden, Tausende. Ja. Das heißt, wir haben an ganz vielen Enden, dass diese Mächte auffliegen sozusagen und dass sie darum kämpfen, ihre Macht zu erhalten und dass das möglicherweise alles nicht so läuft. Also das ist die ganz locker zusammengefasste Zusammenfassung. Man weiß nicht, ob es so ist, aber es könnte durchaus so sein, dass sich hier wirklich zeigt, ein Kampf dieser Kräfte, die eben versucht haben, ihre Macht über alles auszuüben und jetzt doch die Dinge ans Licht kommen. Es müssen natürlich auch im Theater alle Zuschauer bedient werden. Also auch die, die hingehen, um zu gucken, ob sie schauen können, ob der Zauberer da irgendeinen Trick macht, die sich in die erste Reihe setzen und genau schauen, denen wird auch was geboten. Der Zauberer weiß, dass die kommen. Und dann gibt es hier und da für die auch mal etwas vielleicht zu entdecken, aber nachher merkt man, dass die Fragen sogar noch größer geworden sind. Und nicht selten kriegen wir dann Akten zu Gesicht, auf denen fast alles geschwärzt ist. Ja. Also ich weiß nicht, du hast ja solche Akten auch das, schon gesehen. Ja, klar. Und da ist dann wirklich nur noch ein Wort manchmal auf manchen Seiten nicht geschwärzt. Da steht dann ganz genau, da steht dann zum Beispiel ein Wochentag oder irgendein Wort und alles andere ist geschwärzt. Das sind Formen der Verhöhnung. Ja. Und wir werden sehen, was wir hier präsentiert bekommen. Es ist nicht mehr lange, wenige Tage, und dann werden wir mehr wissen. Und gucken wir mal, was uns da präsentiert wird. Ich erinnere mich an die UFO-Akten und an viele andere Dinge, wo sehr viel erwartet worden ist, auch im Kontext mit der großen Pyramide. Da gab es immer wieder Dinge, jetzt kommt was. Wir werden auch bei der Stange gehalten und wir sind ein bisschen so wie im Phantasialand oder wie in Disney World oder wie, ich weiß nicht wo, im Europapark. Und da werden Dinger für uns hingestellt. Und dann gucken wir, oh, guck mal, Papa, ein Zwerg. Ja, ja, mein Junge. Ja, der hat da also hingestellt, damit du ihn finden kannst. Ja. Drauf bauen, dass die das veröffentlichen, können wir nicht. Aber dass die Menschen aufwachen, dass die Dinger ans Licht kommen, das geschieht. Zweifellos. Anyway. Zweifellos. Das ist meine Meldung. Guck mal hier. Ich sehe nur die Großbritannien. Schulen streichen vor Christus und nach Christus. Das also ist eine ganz unglaublich wichtige Meldung. Vielleicht ist es mir möglich, ein bisschen zu erklären, warum ich die für so wichtig halte. Sie wollen damit verhindern, dass Nichtchristen sich verletzt fühlen. Genau. Also ich sag's mal für alle. Die Überschrift hier aus dem Journalistenwatch, das ist ein Blog, lautet Großbritannien-Doppelpunkt, Schulen streichen vor Christus und nach Christus. Also mit anderen Worten, Schulen in Großbritannien vermeiden offenbar auf Empfehlung einer Religionskommission immer häufiger die Bezeichnung BC, also Before Christ, and AD. Sie wollen damit verhindern, dass Nichtchristen sich verletzt fühlen. Die Begriffe BC, Before Christus, oder AD, Anno Domini, das Jahr des Herrn, werden laut eines Berichts des Telegraph ersetzt durch BCE und CE. Und das heißt in der Übersetzung etwas ganz anderes. Nämlich? Das heißt Before Common Era. Also gleichbedeutend mit der gegenwärtigen Zeitrechnung. Ah ja. Aber die basiert nicht mehr auf Christus Jesus. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich bin in einer schwierigen Position. Einerseits würde ich gerne mehr dazu sagen, aber ich möchte bestimmte Dinge trotzdem, dass sie ein Einzelner herausfinden kann in ihrer Bedeutung. Und ich bin mir sehr sicher, dass hier viel drinsteckt, was man erst im Nachhinein, wenn man sich mit vielen anderen Themen beschäftigt, wirklich begreift, was sich dahinter verbirgt. Denn diese Zeitrechnung ist ja nicht nur ein Hinweis auf eine Zeit, von der wir ohnehin nicht wissen, in welchem Jahr wir wirklich leben. Es gibt viele, die sagen,
es sind einige Jahrhunderte dazu erfunden worden, ja, 300, beispielsweise. Ja, ja. Ja, rund 300 Jahre. Es gibt Hinweise, die Umstellung auf den gregorianischen Kalender, das ist alles sehr wichtig. Aber dieser Hinweis ist ein Bekenntnis. Dieser Hinweis ist ein Bekenntnis, wenn ich schreibe Anno Domini, dann drücke ich damit auch, dass ich auch ein Glaubensbekenntnis in mit mir trage. Ja. Und zwar, dass ich einen Glauben habe, indirekt zumindest, an einen höheren Schöpfer. Ja, das wird ausgelöscht damit. Und was, lieber Joe, bedeutet das für mein Verständnis, wenn ich an einen höheren Schöpfer glaube? Das ist eine ganz fundamentale Grundlage. Und ich will dir Hinweise geben darauf. Respekt vor dem Leben. Vor allen Dingen aber, dass es jemanden gibt oder dass es etwas gibt. Eine Ordnung. Das dich geschöpft hat. Ja. Also es gibt etwas Höheres, das sozusagen hinter deinem Leben steht. Und das bedeutet auch automatisch etwas für deine Rechtstellung. Denn nur derjenige, der dir dieses Leben gegeben hat, kann derjenige auch sein, der über dein Leben bestimmt. Ja. Wenn ich aber diese Vorstellung nicht habe und sage, es gibt überhaupt keinen Schöpfer, und das ist die wissenschaftliche Vorstellung heute nach wie vor und eine Vorstellung, die sehr, sehr stark überall sukzessiv in uns hineingebracht worden ist, dann stellt sich natürlich die Frage, naja, wie sieht es denn dann aus, wenn mich niemand geschöpft hat und auch niemand anderen, und wir alle Gleiche finden, dann gilt natürlich ganz automatisch das Recht des Stärkeren. Ja. Und dann ist die Frage, Joe, was beschwerst du dich? Ja. Was beschwerst du dich bitte, wenn du entsprechend so verwaltet wirst, wie es der Stärkere will? Denn eines können wir natürlich sagen, diese Strukturen, die sind in vielerlei Hinsicht stärker. Die sind bewaffnet, die haben Zugriff auf Menschen, die auch mit Gewalt sich gegen uns durchsetzen. Naja, und wenn ich eben an das Recht des Stärkeren glaube, man kann mich nicht beschweren. Und das ist etwas ganz Grundsätzliches. Das hat eine enorme, enorme Auswirkung auch, und das ist jetzt der versteckte Hinweis, in all dem, was wir tun. Mein eigener Status, mein eigenes Verständnis zeigt deutlich an, in welche Position, auf welche Position ich mich zurückziehen kann und auf welche nicht. Und wenn ich diese Struktur verwende, wird mir ein ganz großer Zugang zu etwas Höherwertigen, was über diesen Strukturen liegt, verwehrt. Mit anderen Worten, ich schneide den Bezug zur Kerze ab, ja, und begebe mich in das Reich des Schattens. Das ist das, was hier passiert. Ja, beziehungsweise die Kerze nur noch als Wachs. Unabhängig von einer Vorstellung des Christentums, ja, unabhängig, ja, einer Vorstellung, die auf die Kirche bezogen ist, das meine ich alles nicht, sondern als ein Statement, als eine Aussage, als ein klarer Hinweis bezüglich meines eigenen Verständnisses. Das kann ich auch anders tun. Aber wenn diese Dinge verloren gehen, tritt an dieser Stelle eine Nicht-Definition, die dann eben natürlich immer auf das Verständnis zurückkommt, das wissenschaftlich akzeptiert ist. Und das ist das Recht des Stärkeren. Beschwer dich nicht. Und die Materie als alles, was zählt, also das Geistige, ja, wird quasi negiert. Genau. Und das ist, glaube ich, vielleicht, wir sind schon relativ spät, dass wir einfach das nochmal als wichtigste Botschaft, dass wir erkennen, dass wir Geist sind, inkarniert in einer materiellen Welt und dass wir aber nicht die Materie sind, sondern geistige Wesen. Und was da gewollt wird, ist eben, dass wir uns auf der materiellen Ebene eben auch verfügbar machen, sozusagen für deren Manipulation. Aber wenn wir uns bewusst sind, was wir eigentlich sind, dann sind wir möglicherweise sehr viel stärker, oder möglicherweise würde ich jetzt heute aus meiner heutigen Sicht sogar zurücknehmen. Also ja, wir sind stärker als die. Ich lese gerade die Bücher von Krista Jasinski, ich weiß nicht, ob du sie kennst, wo sie auch mit Eingeweihten spricht. Es geht um Innererde und wo es Gespräche mit Außerirdischen gibt. Da geht es ganz viel auch um diese Frage. Und da gibt es auch Begegnungen mit Reptiloiden, Außerirdischen, kann man jetzt glauben oder nicht. Aber da wird deutlich, dass der eine, der sich bewusst ist seiner Größe, gegenüber diesem Repto, wo man normalerweise Angst vor hätte, weil der eben sehr mächtig, sehr kräftig ist und angsteinflößend, aber wo ganz klar gesagt wird, wir Menschen sind durch unsere Verbindung mit der Geistigkeit, mit unserem Herzen, wie auch immer, mit der Liebesfähigkeit, sehr viel stärker auch als diese, die wir als sehr furchteinflößend sehen. Und nur solange wir Furcht vor denen haben, und das kann man auch übertragen sehen,
auf alles, vor dem wir Furcht haben, und das kann das System sein, das Finanzamt, was auch immer, oder ein Repto, egal. Aber wenn wir, das sagen die ganz deutlich, erkennen, was wir wirklich sind, dann sind wir stärker und dann hat sogar der Repto Respekt vor einem, wenn der eben sich nicht klein macht und in Angst verhält, der Mensch. Das heißt, wir Menschen haben eine Qualität, die ist sehr, sehr viel höher, als man uns sagt, von klein auf. Und wir haben aber die Möglichkeit, uns das wieder anzueignen, dass wir uns bewusst werden, was wir eigentlich sind. Und daraufhin sich auch die Dinge im Außen verändern und die Manipulationen nicht mehr geschehen können. Wir haben heute ja mehrfach über dieses Bild, diese Metapher der Mäntel gesprochen. Mhm. Und die möchte ich zum Abschluss auch nochmal aufgreifen, denn tatsächlich ist es diese Verwicklung und diese Vorstellung der Ohnmacht, die uns ganz wichtig überhaupt erst einmal in diese Position bringt, ja, aus der wir dann unsere Befreiung erfahren. Und nach meinem Verständnis, stelle bitte vor, es würde jetzt irgendetwas geschehen. Es käme jetzt wirklich der von vielen vielleicht erhoffte große Retter, der jetzt irgendwo auf einmal durch irgendeine Energie alles freisetzt und auf einmal wäre alles so, wie wir uns das vielleicht wünschen. Ich sage jetzt ganz bewusst etwas undifferenziert, diese Idee, dann würden wir einen ganz großen Prozess nicht nur nicht machen, sondern wir würden nicht erkennen, dass wir es wirklich selber sind, die jetzt gefordert sind. Ja. Und diese Auswegslosigkeit, die sich jetzt für viele zeigt, die ist der Katalysator dafür. Wir sind auf uns zurückgeworfen und das genau, ist gut so. Genau so ist es. Das ist genau, was du sagst. Mhm. Und dieses Zurückgeworfensein meint wirklich auch das Zurückgeworfensein auf deine wahre innere Kraft. Ja. Und meine abschließenden Worte sind die, dass ich sagen möchte, wenn wir nach außen schauen, dann sehen wir diese Veränderung. Und diese Veränderungen sind immer Ausdruck dessen, was momentan durch uns geschieht energetisch. Und wir selber sind das, was Bestand hat, was sich nicht ändert, das, was schon immer war und immer ist. Wir sind die Repräsentanten des Lebens. Wir sind das, was diesen Kontrollkräften diese unvorstellbare Angst macht, ja, dass sie die Kontrolle verlieren. Und wir haben über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende diese Möglichkeit überhaupt dadurch geschaffen, dass wir uns haben in diese Position bringen lassen. Und jetzt kommen wir in diese wunderbare Gelegenheit, uns wieder zurück zu erinnern und wieder zu erkennen, was wirklich ist und diese ganzen künstlichen Glaubenskonzepte zur Seite zu stellen, wo sie als leere Hülle wirklich vielleicht noch als eine Art Mahnmal für andere fungieren können. Sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, Alexander. Sehr gerne.